Ja, dann begrüße ich euch heute alle nochmals recht herzlich hier zum Live-Event im Oktober, 5.10. hier mit ATT Trading und JFT Brokers an dieser Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute zusammenfinden wieder, nachdem wir ja in der letzten Woche auch einen anderen Live-Event haben und tendenziell, das kann gleich mal vorweggeschickt werden, werden wir hier sicherlich da auch weiter dran bauen und pflegen und hegen das Ganze, dass wir hier natürlich mit Live-Events und, sage ich mal, über die Schulter schauen von Tradern und gewissen Competitions, die wir auch im nächsten Jahr dann insbesondere planen, ja, euch da mehr und mehr abzuholen und sozusagen hier auch die Märkte oder das Marktgeschehen näher zu bringen und auch den Umgang mit dem Ganzen. Wichtig an dieser Stelle, gerade wenn man vom Umgang mit dem Ganzen natürlich spricht, ihr wisst Bescheid, dass es ja grundsätzlich so ist. Und hier natürlich der Risk-Disclaimer an der Stelle, dass es natürlich immer so ist, dass wir hier Handelsanalysen betreiben, nicht im Sinne einer Handelsaufforderung. Margin Trading ist ein hochspekulatives Geschäft und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ganz klar, das müsst ihr wissen, das wisst ihr auch, aber es ist eben auch hier die Pflicht unsererseits immer darauf hinzuweisen, dass wir uns hier natürlich im Trading-Universum befinden und dass doch schon den Reiz des Geldes in die eine oder andere Richtung versprüht. Freue mich auf jeden Fall, heute mit ATT hier am Start zu sein und ihr werdet das auch schon gelesen haben, wenn ATT am Tisch sitzt, sozusagen dann nie eine Person, sondern es ist wirklich ein ganzes Team. Freue mich heute insbesondere auch wieder den Chief Operator sozusagen Ali auch zugegen zu haben. Und dann eben auch hier die ganze Sparte an Jungs und insbesondere auch den Stefan, der schon lange, lange bei ATT da sehr wichtig engagiert ist und auch vom Schüler sozusagen zum ja, Mentor geworden ist. Und da erstmal ein Gruß in die Runde. Stefan. Ja, dann auch von mir einen schönen guten Morgen an der Stelle. Freue mich, dass wir heute den Handelstag hier wieder miteinander verbringen dürfen. Mal schauen, ob wir heute Bewegung an den Märkten sehen. Ja, ich freue mich. Sehr gut, sehr gut. Das soll so sein. Wie gesagt, ich habe auch noch ein paar andere Kollegen von ATT hier zugegen, um die Namen auch mal kurz aufzuführen. Da wäre der Christian am Start. Der Florian ist gerade dazugekommen. Der Felix ist da. Martin ist zugegen. Und vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu. Wie gesagt, das Team ist ja groß. ATT betreibt ja regelmäßige Ausbildung und Online-Seminare, aber eben auch Präsenzausbildung in Wien direkt. Da verweisen wir auch generell immer mal darauf hin mit einem gewissen Bonus für JFD-Kunden ganz klar an der Stelle. Und ich weiß auch, und da werdet ihr auch diesen Monat noch eine Info erhalten, dass es denn dann im Januar des kommenden Jahres auch wieder ein Event geben wird, wo man eben hier an die Hand genommen wird und sich sozusagen den Märkten widmen kann. Und den Märkten oder Märkten widmen wollen wir uns auch heute vor dem Hintergrund, dass es jetzt in gut 10 Minuten losgeht mit dem Kasamarkt, Xetra Opening. Und dann wollen wir mal sehen, wie hier sozusagen die Jungs von ATT den Markt ein Stück weit bewerten. Auch gleich vorab an dieser Stelle, es geht hier nicht um das schnelle Geld. Es geht auch hier nicht darum, zu zeigen, wie toll man ist oder wie schnell man Geld aus dem Markt zieht, da wir alle nicht wissen, wo die Kurse letztlich hinlaufen. Wir können es nur bewerten anhand von Wahrscheinlichkeiten und Analysemethoden, die eben hier mehr oder weniger dann auch immer näher gebracht werden sollen bei solchen Events. Und das ist das Wichtige, dass ihr euch hier ein Stückchen weit was rausschneidet im Sinne von, was taugt mir, liegt das mir, sind mir die Jungs sympathisch, könnte ich mir vielleicht sogar eine Teilnahme an dem einen oder anderen Seminar vorstellen. Das ist wichtig und wichtig ist auch, deswegen seid ihr sicherlich auch zu uns gekommen. Wer noch nicht JFD-Kunde ist, sollte auch hier immer prüfen, mit wem er denn handelt. Sprich, hier einfach Stichworte wie direkte Ausführung am Markt, keine Spielchen, keine Preisverschiebungen und dergleichen. Alright. Wie gesagt, wir wollen heute auch das Ganze so gestalten, dass ich den einen oder anderen Schüler von ATT, ehemaligen Schüler, aktiven Schüler, auch mal so ein Stück weit nach seinem Werdegang befrage, weil ich denke, das ist auch immer ganz wichtig. Und ihr, liebe Zuschauer, seid auch aufgerufen, natürlich ein Stück weit Aktivität zu zeigen. Ja, es soll nicht so eine passive Geschichte sein. Wir sind hier genug Leute und können uns sicherlich ausreichend unterhalten. Aber ihr als Teilnehmer, Interessierte, habt natürlich auch das oder euren Fokus vielmehr, so will ich es mal sagen, auf Fragen zu stellen. Ja, es ist natürlich eine Möglichkeit, hier an direkte Trader und Händler ranzutreten, auch eben an die Ausbilder von ATT, damit man eben einfach mal fragt, hey, das liegt mir auf dem Herzen, könntest du mir hier helfen? Ich habe die und die Frage oder das und das. Wehwehchen, keine Ahnung. Da habt ihr hier wirklich die Möglichkeiten, immer direkt an uns ranzutreten, an mich und eben an Stefan, Ali und Co. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Chance auch nutzt. Und auch natürlich, wenn ihr heute zum Beispiel ein schönes Underlying habt, ja, ein schönes Setup, sei es eine Aktie, sei es der DAX oder auch Euro-US-Dollar,
im Vorfeld der Non-Farm-Payrolls morgen, wenn ihr da irgendein Underlying habt, geht es natürlich dann genau darum, dass man sagt, hey, ich habe hier was Schönes gesehen, meinetwegen 1, 2, 3 Setup oder was auch immer, sagt doch mal, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, aktive Teilnahme ist erwünscht, deswegen meldet euch auf jeden Fall. Und das ist genau das, worum es hier und heute geht. Ich würde dann gleich mal den Bildschirm auch weitergeben an Stefan speziell, der hier sozusagen schon auch immer den DAX im Fokus hat. Stefan, wie gesagt, auch hier vom Schüler von ATT zu den Beginnen aufgewachsen, mehr oder weniger jetzt eben auch zum Händler und Ausbilder. Und das ist eben ein Weg, den man hier tatsächlich bestreiten kann. Und insofern würde ich das Wort auch mal abgeben wollen. Ja, Stefan, bist du bereit? Genau, ich würde ganz kurz, wir haben ja noch 7 Minuten, ganz kurz nochmal ein bisschen auf das Team und mich eingehen, auf ATT. Das ist unsere Website, vielleicht ganz kurz, wer wir sind. Wie gesagt, Ali Tagikan ist unser Mentor und der Geschäftsführer von ATT Trading. Ich bin Stefan Koblitz, war auch mal Schüler bei ATT vor ungefähr 3 Jahren und alle, die jetzt bei uns im Team sind, waren auch mal ehemalige bzw. oder sind ehemalige Schüler. Mittlerweile sind alle hier Vertretenen auch Händler in unserer Vermögensverwaltung. Und darum geht es. Also das ist eigentlich die Sache von ATT. Natürlich bilden wir hauptsächlich private Händler aus, aber die Besten und die Talentiertesten, die versuchen wir uns mittelfristig ins Team zu holen. Und so sind wir quasi auch ins Team gekommen. Mittlerweile hat sich das sehr weiterentwickelt und da wird auch noch viel kommen. Zur Sache, zur Partnerschaft mit JFD. JFD ist ein sehr enger Partner von uns, vor allem für unsere Schüler wichtig im Währungsbereich und im Index-CFD-Bereich. Und ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Und dann können wir jetzt auch gerne an den Markt gehen. Super, super. Also danke, wie gesagt, schön, dass du das nochmal vorgestellt hast. Und hier soll natürlich auch keiner sich auf den Fuß getreten fühlen in Sachen Werbeveranstaltung oder so. Es geht ja darum, wir müssen natürlich auch transportieren, was hier wirklich hinter den Jungs steht und auch wo die Geschichte herkommt. Deswegen wollen wir das auch ein Stück weit bewerten, analysieren und natürlich auch nachfragen. Und wenn keiner weiß, dass der Porsche schnell fahren kann, sozusagen, wird auch keiner einen Porsche kaufen. Deswegen muss man auch immer mal ein Stück weit da auch natürlich die Trommel rühren. Und wie gesagt, die Ausbildung von ATT ist, so wie ich das immer wahrnehme, wirklich qualitativ hochwertig und kein Wochenendseminar, wo es dann stoppt, sondern vielmehr eben eine fortlaufende Betreuung. Deswegen schaut euch da auf jeden Fall mal um an der Geschichte. Alright. Dann, Stefan, ich will dir nicht ins Wort fallen. Ich schaue mal, was ich aus dem Währungsbereich so rausfinde in statistischen Pattern und vielleicht habe ich da auch das ein oder andere Schmankerl. Aber eigentlich will ich euch die Bühne nicht rauben. Deswegen lass uns doch mal hier den DAX gleich mal unter die Lupe nehmen, wie du ihn schon aufgerufen hast. Genau, schauen wir uns mal den DAX an. Analysieren wir ihn mal von der Woche aus. Man sieht ja den langfristigen Aufwärtstrend, der jetzt korrigiert hat und jetzt wieder in der Bewegung ist. Ja. Wir hängen jetzt am Allzeithoch, ja, und zeigen jetzt hier am Allzeithoch etwas Schwäche. Jetzt ist natürlich die große Frage, geht es weiter nach oben? Oder kommt jetzt eventuell vorher eine Korrektur oder geht es sogar ganz nach unten. Aber im Moment hängt es jetzt hier oben, zeigt auch nicht besonders viel Schwäche. Und wir sehen auch, die Bewegung nach oben war komplett ohne Korrektur. Ja, also immer mal so ein paar Seitwärtstage, aber ansonsten ging es dann weiter nach oben. Man muss sagen, wenn man sich das Volumen hinzuzieht, dann sieht man, dass die Aufwärtsbewegungen im Vergleich zu den Abwärtsbewegungen in der Regel im Moment unter dünnem Volumen stattfinden, was uns eigentlich nicht so sehr gefällt. Das bedeutet eigentlich in der Regel, dass viele große Teilnehmer, also Marktteilnehmer, nicht dabei sind. Ja, aber okay, es geht weiter bergauf und bevor Draghi da wahrscheinlich seine Geldpolitik nicht mal ein bisschen drosselt, wird es auch die nächste Zeit noch bergauf gehen. Natürlich immer mal wieder mit stärkeren Korrekturen. Aber okay, das wäre die Sache heute. Also das heißt, wir hängen am Allzeithoch, gehen wir mal auf die Stunde. Das ist jetzt hier im Moment Seitwärtsgeschiebe. Um 9 Uhr werden wir halt sehen, was passiert. Eventuell geht es sofort weiter nach oben oder es korrigiert ganz kurz und dreht dann wieder. Aber viel würde ich jetzt hier nicht erwarten. Also es würde mich jetzt wirklich überraschen, wenn das Ganze fallen würde. Das heißt sogar unter diesem Punkt.
Das würde mich überraschen. Bis zu diesem Tief hier könnte es fallen und dann wieder drehen, aber müssen wir sehen. Aber ansonsten, also Short wäre für mich das jetzt erstmal nicht interessant. Long einsteigen, jetzt am Allzeithoch noch ohne irgendwelche Ziele, ist für mich normalerweise eigentlich auch nicht interessant. Zurzeit ist es so, du kannst eigentlich immer long gehen ohne Stop und es geht eigentlich auch. Ja, also jetzt immer als Spaß gesagt, natürlich handeln wir immer mit Stop. Aber genau, das ist eigentlich nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen eigentlich immer tiefe Korrekturen und dann entgegen, also in die Richtung von Zielen handeln und nicht eigentlich am Allzeithoch. Aber da sprichst du auch Also was. interessant wäre natürlich, Entschuldigung, Stefan. für uns eine Korrektur, aber auch in dieser Korrektur müsste sich erstmal eine Art Abwärtstrend bilden. Das heißt, hier ist eigentlich für uns im Moment nicht so wirklich was zu tun. Man könnte es sehr aggressiv handeln, wenn man merkt, okay, es kommt irgendwie Druck auf, ja. Könnte man reingehen und vielleicht auf irgendeinem Zwischenhoch oder so den Stop legen, ganz eng, schnell absichern. Das wäre möglich. Ja, aber bis jetzt sieht es hier noch nicht nach Druck aus. Ich meine, die Börse eröffnet gleich erst, werden wir sehen. Aber ist jetzt für mich erstmal uninteressant. Ja, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen, da legt er auch Wert auf. Das ist auch etwas, was man in der Regel nicht unbedingt am Anfang so aufschnallt, wenn man ins Trading einsteigt. Das ist eben das volumenbasierte Trading. Das ist natürlich hier am Forex-Bereich, Schrägstrich Index-CFD-Markt ein Stück weit hypothetisch. Also gut, am Forex-Markt, das Volumen hängt ja immer davon ab, wie viele Interbanken dranhängen. Bei JFD sind wir da natürlich top positioniert mit Hedgefonds und Interbanken plus 20 Liquiditätsprovider. Dennoch ist die Liquidität da natürlich gesamt sammelt an den Punkt nicht so zu definieren wie beispielsweise in Frankfurt, London oder New York. Aber grundsätzlich natürlich, das hast du vorhin schön gesagt, steigende Preise bei fallendem Volumen untermauern nicht unbedingt Bewegungsimpulse. Aber wie heißt das so schön? Den Trend reiten an der Stelle. Und das ist natürlich immer ein bisschen zwiespältig, an den Tops natürlich oder Hochs zu kaufen, weil natürlich die Gefahr einer Zwischenbewegung da immer durchaus im Raum steht. Aber das seid ihr ja, sage ich mal, timeframe-mäßig auch immer so aufgestellt, wie du sagst, ihr wartet die einzelnen Korrekturen ab und wollt dann sozusagen in die Bewegung immer reinkaufen, je nach Zeitfenster letztlich. Genau, also normalerweise kann man auch sowas probieren. Es geht jetzt hier hoch an diese Hochs. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen außerbörslich dazwischen und dann, ja, aber trotzdem, es geht hier hoch und dreht dann wieder. Das könnte man vielleicht für einen kurzen Trade nutzen, aber es ist einfach im Moment so viel Stärke im Markt, dass ich hier eigentlich gar nicht gewillt bin, bei solchen kleinen Punkten irgendwo einen Einstieg zu suchen. Das heißt, normalerweise brauchen wir wirklich markante Punkte mindestens auf Stunde, wo der Markt mal angekommen ist und auch mal ein bisschen verweilt und dann dreht. Also das gibt einem dann eine gewisse Sicherheit. Ansonsten ist zurzeit alles aufwärts. Wie gesagt, jetzt will ich ja nicht noch mehr aufwärts einsteigen. Kann natürlich noch ein nächster Schub kommen, aber es interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir können ja uns mal den Euro-Stoxx anschauen. Der ist gestern ein bisschen schwächer gewesen. Hier haben wir ein ähnliches Bild. Wir sind zwar nicht am Allzeithoch, aber auch hier haben wir den langfristigen Aufwärtstrend mit der Korrektur. Man sieht es hier schön. Ja, das ist eine typische Korrekturphase, ist klar, Bewegungsphase. Und ja, jetzt drehen wir hier in dem Bereich etwas, haben hier gestern eine schwache Kerze gezeigt. Und da wir normalerweise Trends im Trend handeln, ja, wäre das für mich jetzt auch kein schönes Setup hier. Das heißt, ich bräuchte eigentlich mal einen deutlichen Abwärtstrend auf Stunde. Würden wir dann da untergeordnet oder gegebenenfalls in der Korrektur an dem letzten Punkt 3 den Einstieg suchen. Man könnte jetzt hier pauschal, sage ich mal, den Trend handeln, hier unten drunter reingehen und den Stop da drüber legen, aber das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es halt eigentlich diese typische Bärenfalle wäre, wo die übergeordnete, also wo die Korrektur halt als Trend immer nur kurz runtergeht und dann wieder dreht. Aber ist egal. Also das ist jetzt für mich auch kein Set, aber man sieht es auch schon, es zeigt wieder Stärke. Ich bin gestern in den Nasdaq reingegangen, gestern Abend. Man muss sagen, das sind ja sehr kleine Positionen. Das liegt daran, weil das unser Copy-Trading-Konto ist. Und da wir zurzeit eine Drawdown-Phase haben, müssen wir hier sehr auf das Risiko und Money Management achten, weil hier große Beträge angeschlossen sind.
und wir hier möglichst mit kleinem Risiko und großen Bewegungen wieder rauskommen wollen und keine großen Beträge hier riskieren wollen. Das heißt, sollte sie jetzt mal so ein Stück oder ein halbes Stück anlaufen, dann kann man hier auch mal auf ein 10.000 Euro Konto schon mal 1% plus machen. Also das wäre schon möglich. Deswegen versucht man hier flach zu halten mit dem Risiko und auf größere Bewegungen zu spekulieren und diese eventuell auch aufzubauen. Stefan? Jawohl. Bevor du den Nasdaq gleich mal unter die Lupe nimmst, der sich bei uns hier als US-Tech kennzeichnet, wie du es da auch schon zeigst gerade. Guter Punkt an der Stelle, das muss man ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen einstreuen für alle die, die dann ein Stück weit jetzt noch unbehaftet sind. Man denkt ja immer, wenn man mal einen kleinen Gegenlauf hat, ja, dass man dann das immer recht schnell ausbügeln muss und dann passiert ja beim klassischen Retail-Einsteiger ja das, dass die Positionen hochgefahren werden in einer Phase, wo es eben jetzt mal nicht so rund läuft, wo man ausgestoppt wird, wenn man ein paar Verlierer in Folge hat, dann ist so ein bisschen das Syndrom, das ist psychologisch eine ganz große Teufelsfalle, dass man sukzessive dann eben mit größeren Positionen reingeht, um eben schnell einen möglichen Verlust aufzuholen. Aber das ist genau der Teufelskreis, wo am Ende dann natürlich das Desaster des Accounts auf dem Zettel steht, Schrägstrich am Ende auch hier die komplette Vernichtung, weil man sich schlussendlich absolut überhebelt, um eben möglichst schnell Verluste wieder aufholen zu wollen. Und das war ein guter Punkt, den du jetzt, sag mal, so beiläufig einfach mitgebracht hast, nach dem Motto, man geht hier mit risikoarmen Positionen rein, auch nicht zu große Size, um eben sukzessive auch hier wieder einen schönen Flow zu finden. Und das muss man sagen, machen eben viele Einsteiger genau falsch, weil wenn es eben schlecht läuft, dann wird immer mehr erhöht, dann auch noch negativ pyramidisiert teilweise und das endet natürlich dann meistens im Desaster. Das muss man nun mal hier erwähnen, dass das so ein beiläufiger Satz von dir war, den ich nochmal aufgreifen wollte. Aber jetzt ruhig mal zum Markt und nochmal zum Nasdaq. Das sah schon mit seinem Dreifach-Top da ganz spannend aus. Ja, das war aber, das möchte ich noch hinzufügen, das ist nicht nur das ist nicht nur bei Anfängern so, sondern das ist auch bei vermeintlichen Profis so, dass das immer wieder passiert, dass in Stresssituationen und vor allem, wenn es um Geld von anderen Menschen geht, also von Fremdkapital, dass sie teilweise das gar nicht kennen und dann trotzdem in diese Situation kommen, Positionen verdoppeln und dann ganz schnell in diese Spirale kommen und dann halt aus dem Drawdown halt wirklich eine Vernichtung wird. Und das ist halt das Problem. Und das sehen wir, wenn man ganz genau hinguckt in dieser Trading-Szene in letzter Zeit relativ häufig. Mhm. Ja. Mhm. Auch bei vermeintlichen Trading-Profis. Gut. So. Gut, dass du das sagst, Stefan. Aber das ist eben etwas, wo man wirklich sagen muss, dass die psychologischen Fallstricke werden ja häufig am Markt unterschätzt, dass man da eben tatsächlich zwischen dem Kopf häufig die Ursache findet, weil Setups, sage ich mal, ob das jetzt Markttechnik, Dow-Theorie, Trend-Trading oder was auch immer ist, ja, oder noch was für Spezifikationen, was man da noch herleiten und ableiten kann, ob es jetzt Elliott-Wellen sind oder sonst was, Möglichkeiten gibt es immer viele, aber am Ende entscheidet der vom Rechner sitzt und dann eben in so einen psychologischen Fallstrick reinzukommen, wie du auch gesagt hast, dass die Leute da eben auf Profis dann eben den falschen Knopf drücken. Das passiert ja auch Hedgefondsmanagern. Ja, es sind ja auch schon einige Hedgefonds, die über viele Jahre sehr erfolgreich waren, dann plötzlich baden gegangen, weil eben der Chief Trader da, ich sag mal, eine denkbar dämliche Entscheidung getroffen hat. Und sowas kommt ja immer wieder vor. Aber back to the market. Was geht ab? Genau, also man hat ja hier gesehen, gestern Abend ging es ja kurz hier über die Hochs drüber und hat dann wieder gedreht, dass diese Hochs liefen dann, lagen dann zufällig auch mit dem Allzeithoch zusammen. Und das war eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, wo ich mehr als einen Einstieg gebraucht habe, um hier reinzukommen. Das heißt, ich hatte es hier schon mal probiert. Und dann ging es hier über die Hochs drüber und hat dann wieder gedreht und dann bin ich nochmal reingegangen. Dann kam natürlich eine schöne Bewegung. Man hätte hier unten auch schon den Exit machen können, aber man muss sich halt auch immer überlegen, wie ist hier die Strategie im Moment von dem Konto. Ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, da hängt sehr viel Geld dran und wir müssen die Strategie vorsichtig angehen, damit wir keine großen Verluste machen. Man hätte natürlich auch eine größere Summe riskieren können, zum Beispiel 100 Euro, ja, und wäre dann hier unten mit 200 Euro ausgestiegen. Ja. Ist eine andere Taktik, funktioniert aber zum Beispiel jetzt aktuell, ist es schwierig, ja, weil genau das ja sehr anstrengend ist, dieser kurzfristige Handel. Und wenn man dann die Positionsgrößen, wie gesagt, hochfährt, kann es halt sehr gefährlich werden. Deswegen kleine Positionsgrößen eher noch runterfahren,
Ich habe hier einen Teilverkauf gemacht und spekuliere jetzt natürlich darauf, dass die Bewegung nach unten weitergeht. Das weiß ich jetzt nicht. Deswegen braucht man hier, um wirklich mal einen Run mitzunehmen, natürlich wahrscheinlich mehrere Versuche. Man sieht es jetzt hier, es kann jetzt hier den Stop holen, kein Problem. Die nächste Situation kommt wieder. Es sind nur kleine Summen. Aber wenn das Ganze mal anläuft, wenn wir mal einen Swing mitnehmen, dann können wir die Position natürlich auch gut aufbauen und dann lohnt sich das auch. Genau, also das wäre es zum Nasdaq. Das Ganze hat hier oben gedreht. Wir können ja zum S&P gehen, da war es nicht ganz so sehr. Der Nasdaq zeigt zurzeit immer mal wieder Schwäche durch Apple, Amazon, Facebook und Google natürlich, Microsoft, die zurzeit immer mal wieder Schwäche zeigen. Dementsprechend fällt das im S&P nicht ganz so sehr so aus. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr stark. Wir laufen hier einfach ohne Ende nach oben, auch mit kleineren Korrekturen nur. Und das Ganze sehen wir auch im Dow Jones, wo wir einfach nur noch nach oben laufen, total ohne Limit sozusagen. Ausbremsung. Genau, das ist auch für den einen oder anderen bestimmt schön, aber es ist auch nicht so ganz ungefährlich, beziehungsweise es ist so ein bisschen fraglich, was da gerade im Moment passiert. Vielleicht können wir ja auch an der Stelle mal, also vielleicht noch ganz kurz, für mich gibt es jetzt hier erstmal nichts zum Einsteigen. Ja, DAX habe ich gesagt, könnte tiefer gehen, finde ich jetzt nicht interessant. Eurostoxx macht keine Anstalten, finde ich jetzt auch nicht interessant. UK 100 geht gerade nach oben, hat die letzte Zeit immer mal wieder Schwäche gezeigt, geht jetzt aber auch stark nach oben, ist auch kein Setup für mich. Der SMI, den hatte ich zwischenzeitlich auch mal irgendwann geschortet, aber der ist jetzt auch nach oben gegangen. Die Nestle hatte mal zwischenzeitlich ein bisschen Schwäche gezeigt, aber hatte dann auch wieder gedreht und ist jetzt auch wieder am, ja, glaube ich, Allzeithoch. Und das wären eigentlich mal die für mich wichtigsten Aktienindizes, die dann auch für den Handel in Frage kommen würden. Und jetzt heute würde ich zum Beispiel im Moment erstmal nichts eröffnen. Es kann sich natürlich noch ändern. Aber ja, den Nasdaq könnte man eventuell später aufbauen. Ja, du hast ja, danke erstmal für die Einführung. Du hast ja eben auch da natürlich jetzt schon ein Setup geschmiedet, eins laufen und natürlich auch wichtige Message dahingehend, dass man sich hier nicht im Overtrading da irgendwie jetzt befindet, nach dem Motto, jetzt haben wir A ein Live-Event, B tut sich nichts und ich feuere trotzdem wild rum. Das ist natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, Professionalität, wo man einfach sagt, wenn nichts da ist, wird nichts gehandelt. Das haben wir bei Live-Events immer mal wieder, dass es eben sowas gibt, dass man auch sagt, hier, wir beobachten den Markt und wenn schöne Settings kommen und du hast ja eh ein Auge, sage ich mal, auf die Setups, beziehungsweise die Kollegen von ATT, die hier, sag ich mal, mit im Kreise sind, der ein oder andere, hat hier den Schwerpunkt natürlich auf die Aktien mehr oder weniger gelegt, beziehungsweise da den Fokus drauf. Da werden wir heute sicherlich auch noch den ein oder anderen Wert durchleuchten. Und wenn du was Spannendes hast, ansonsten an der Stelle natürlich immer reingrätschen oder auch von den anderen Jungs. Ja, ich weiß, der ein oder andere von euch ist ja auch im Währungsmarkt aktiv. Du selbst bist auch engagiert, beziehungsweise mit dem Copy-Trading-Konto auch am Währungsmarkt aktiv oder hauptsächlich Indizes? Wie ist das eigentlich? Nee, wir versuchen natürlich auch immer wieder Währungen zu handeln, wo es jetzt aber auch in der letzten Zeit nicht ganz so einfach war. Vielleicht ganz kurz zum Euro. Der ist ja jetzt seit kurzem wieder abwärts gerichtet, auf unterschiedlichen Trendgrößen. Das heißt, wir haben hier die etwas größere Trendgröße, dann haben wir hier die etwas kleinere dazwischen. Die etwas größere ist jetzt so ein bisschen am Korrigieren. Hier unten ist so ein Unterstützungsbereich, wo das Ganze jetzt wieder nach oben dreht. Wenn man aber diese Bewegung nimmt, das vielleicht als Korrektur. Ja, also wenn das wieder dreht, könnte man sich das überlegen. Der Euro ist ja zurzeit immer wieder mal ganz schwach unterwegs, aber man sieht es auch, es ist hier sehr stark. Ah, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt was machen. Es wäre sehr, sehr aggressiv. Könnte man sich vielleicht in 15 Minuten nochmal anschauen. Cable, ja, wollen wir jetzt auch nicht mehr einsteigen. Ist sehr schwach unterwegs. Dazu kann Ali vielleicht gleich was sagen. Fundamental ist Ali ja besser aufgestellt. Ansonsten Cable brauchen wir jetzt nicht mehr einsteigen. Der übergeordnete Aufwärtstrend korrigiert jetzt hier sehr stark. Untergeordnet Abwärtstrend sehr weit in der Bewegung. Für uns jetzt nichts mehr zum hier noch reinshorten. Ali. Ja, morgen von mir. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen höre ich mich auch so komisch an. Also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen leiser bin heute. Zum Cable.
Wir haben ja momentan die Situation in England, alle wissen, Brexit und Co. Sobald der Kabel fällt, steigt normalerweise momentan auch der UK 100. Problematik ist derzeit dort, dass die Theresa May momentan keinen Plan hat und sie auch keinen Schritt weiterkommen und wir uns schon am Ende des Jahres zu gehen und eigentlich bis jetzt nicht einen einzigen Schritt setzen konnten. Sie streiten immer noch um die Schulden, die ja England eigentlich hat an die EU, was Pensionen der Abgeordneten und Co. betrifft, die Zuwanderung. Also sie haben noch nicht einmal das, die einfachsten Sachen klären können. Für England ist ja das Problem, dass auch heute zum Beispiel, beziehungsweise gestern danach die Aussage von Goldman Sachs gekommen ist, dass sie 1000 Mitarbeiter von London nach Frankfurt bringen werden. Das wird eine Belastung werden, weil London war immer der Financial Hub, also vor allem für den Währungshandel. Das heißt, wenn in London Feiertag war, und dort kein Börsenhandel stattgefunden hat, hat es auch keine Bewegung an den Währungsmarkt gegeben. Und das ist ein Riesenproblem, weil man muss auch schauen, wo die Aufsicht, die EEA zum Beispiel hingeht, die ja für die Währungen zuständig ist, die wird wahrscheinlich auch nach Frankfurt gehen. Österreich hat sich auch beworben, aber ich rechne, dass eher Frankfurt weiterhin Favorit ist. Also all die Sachen gibt es derzeit aus England und keinerlei Aussicht, dass es weitergeht. Auch das Kabinett funktioniert nicht. Auch der Außenminister, der Johnson, wirft da immer wieder Sachen rein, die eigentlich eher stören. Und das bringt langsam große Belastung mit. Interessanterweise, obwohl der Pfund am Fallen ist, ist der Pfund diejenige Währung eigentlich, wo das Finanzministerium schon gesagt hat, die Zentralbank, wir werden die Zinsen anheben. Und zwar größer als gedacht, weil eben die Inflation, und das ist England das einzige Land momentan, die Inflation bei 2,9% liegt. Als Vergleich USA 1,4, Europa 1,5. Da steigt die Inflation nicht. Die Amerikaner sind sogar ein bisschen vom Kopf gestoßen, wissen nicht warum. Sie können es sich nicht erklären. Laut Aussage von der Fed-Chefin letztes Mal ist eben in England genau das umgekehrte Problem. Die Inflation ist zu hoch. Sie müssen die Zinsen anheben, was sie eigentlich nicht wollten, weil ja eigentlich jetzt durch diese Brexit-Geschichte brauchen sie mehr Kapital am Markt. Und das ist halt genau das Problem von England. Sie rennen eigentlich in die andere Richtung. Müssen die Zinsen anheben und um den Pfund wieder ein bisschen aufzuwerten. Und momentan wird der aber einfach nur noch verkauft, weil natürlich die Leute wissen, okay, da kein einziger Analyst auf der Welt momentan gibt dem Pfund eine gute Prognose ab. Und das drückt. Noch ist die Wirtschaftsleistung, was ja vom Brexit noch ist, gut angelaufen, aber man sieht, dass es Probleme gibt momentan. Arbeitslosenrate in England geht nach oben momentan. Man muss auch dazu sagen, England hat vor allem diesen Wirtschaftsaufschwung deswegen geschafft, weil sie den extrem Reichen die Möglichkeit gegeben haben, statt 60% zu versteuern, nur noch 16% zu versteuern ihres Einkommens. Und das sind genau die, die dann gekommen sind, eine Niederlassung beantragt haben, sich einen Wohnsitz gekauft haben und Immobilien und auch dadurch diese extremen Blasen im englischen Immobilienmarkt nach oben beschworen haben, der seit dem Brexit-Aussage eben am Fallen ist, regelmäßig immer tiefer geht. Und das sind auch die ganzen natürlich Investmentbanker und Co., die auch die teuren Wohnungen haben in guten Stadtbezirken, die werden dann alle wegfallen, weil wenn die Reisefreiheit für England wegfällt, nutzt das den Leuten ja nicht mehr, sich in England niederzulassen, nur wegen der Steuervergünstigung, die finden sie ja auch dann in der Schweiz. Sie brauchen ja eher die Bewegungsfreiheit in der Eurozone. Und die würde damit wegfallen. Und das macht sich langsam bemerkbar in England. Und das wird sehr interessant werden in den nächsten Jahren, wie sie das irgendwie ausgleichen wollen. So, das wäre mal eine kurze Analyse dazu. Später werde ich auf die Sachen eingehen, was gestern von Trump war. Und zwar wegen der Puerto Rico, der Schuldenerlass, dass das nicht machbar ist eigentlich. Auf das werden wir später dann eingehen, wenn wir nichts anderes zu tun haben. Und ich würde auch heute vorsichtig schon die Prognose machen, dass wir wahrscheinlich bis am Nachmittag nicht viel Bewegung haben werden, aufgrund der Budgetsitzungen im Senat das Wochenende plus Non-Farm-Payrolls morgen und generell, dass der Markt nicht mehr weiß, was er machen soll und das Volumen seit dieser Woche extremst niedrig ist. Ja, das ist wahr, das ist anzunehmen, Ali. Die Volatilität natürlich vor Events, aber es gab auch immer wieder Ausnahmen und ich sag mal, der Markt ist ja heute schon
gut gestartet, obgleich ihr Euro-Yen, das ist auch etwas, wo Stefan gerade aufgerufen ist. Der Dieter hat ja hier eine Frage dazu gehabt. Cable, British Pfund, US-Dollar, hatte ich gestern auch schön analysiert im Devisenradar-Webinar, was ich auch immer mittwochs abfahre für die Follower und die Freunde der Nacht sozusagen. Ich finde, auf Tagesbasis ist das Cable derzeit auch schön in einem Setup angeschaut. Schau mal, was hältst du davon, Stefan, an der Stelle jetzt mal reingrätschen, an diesem Punkt jetzt mit dem Hoch hier von Ende Juli, Anfang August, und dann, wenn wir so ein Stück weit in den September weitergehen, siehst du da mögliche Schnittstellen, dass sie sich jetzt hier so unter markttechnischen Gesichtspunkten mal stabilisieren könnte, oder meinst du, der rutscht jetzt direkt weiter durch aufgrund der fundamentalen Schieflage, wie Ali ja auch gerade ansprach? Ja, also rein technisch gesehen ist das ein super schönes Setup, aber wir dürfen halt im Währungsbereich die fundamentale Lage nicht vernachlässigen. Und wie Ali das schon gesagt hat, es ist sehr schwierig im Moment in Großbritannien und es drückt natürlich sehr auf den Pfund im Moment. Und obwohl wir hier einen sehr schönen Aufwärtstrend haben, ja, wie schon gesagt, ein sehr schöner Aufwärtstrend, sehr schöne Bewegung. Und auch hier eine sehr schöne Korrektur. Kann es sein, dass es durchrutscht, ja? Ob das passiert, weiß ich nicht. Letztlich müssen wir jetzt untergeordnet, also wir können ja mindestens bis hierhin korrigieren. Dann haben wir ja zumindest in dieser Trendgröße einen intakten Aufwärtstrend. Untergeordnet haben wir ja hier den Abwärtstrend. Wenn sich der umdreht, wäre das auf jeden Fall natürlich dann ein Signal für uns, wieder in Long-Richtung einzusteigen. Das meinte ich. Und natürlich wird sicherlich hier unten, entweder ab hier schon in dem Bereich oder vielleicht auch weiter unten, dann irgendwann mal wieder ein bisschen Druck von unten kommen und das Ganze wird zumindest mal korrigieren. Also das ist dann halt die große Frage. Wird es dann nur eine Korrektur und bildet sich daraus ein Abwärtstrend oder geht es dann in die nächste Bewegung? Aber das werden wir sehen. Im Moment ist untergeordnet noch alles abwärts und für uns Arbeitet, jetzt noch kein. Stefan, arbeitet ihr eigentlich auch mit Fibonacci in der ATT-Crew? Wie ist das eigentlich? Nein, weil Fibonacci ist so ein bisschen eine sich selbst prophezeiende Prophezeiung, sagt man das so? Kann man so sagen, ja. Also wir sagen ja, wir wollen ungefähr mindestens 50% der letzten Bewegung korrigiert sehen. Dann lohnt sich für uns das Setup, weil wir dann einfach genug Platz haben bis zum nächsten Ziel, bis zum letzten Hoch. Hier in dem Beispiel. Ansonsten ist es für uns eigentlich ziemlich egal, an welcher Stelle der Markt dreht, weil wir ja untergeordnet sowieso auf die Trendgrößen achten. Wenn sich diese umdrehen, dann bilden sich ja bei uns erst die Setups. Das heißt, ob der Markt jetzt nun hier dreht oder hier, ist uns eigentlich ziemlich egal, weil untergeordnet kommt es ja dann auf das Setup an. Und wie gesagt, Fibonaccis ist immer. Also das geht oftmals auf, weil es natürlich immer wieder mit Bereichen zusammenhängt, wo Druck von unten kommt. Ja. Wenn man eine ordentliche technische Analyse machen will und Analyst ist, dann gehört wahrscheinlich Fibonacci heutzutage dazu. Aber für uns rein als Händler ist es jetzt nicht so ganz so wichtig, weil zwischen 50 und 100% ist einfach der Bereich, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass das Ganze einfach irgendwann wieder in die Trendrichtung dreht. Und wie gesagt, wir achten auf die Trendgrößen, von daher ist das für uns alles Schnickschnack und das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, es ist ja auch ein Statement, zumal es ja wissenschaftliche Studien gibt, die Relation da auch ein Stück weit aufweichen. Es gibt auch die Ein-Drittel-Theorie, 33%, 66%, wo man da im Prinzip ja auch an die Fibus-Level rangeht. Und das sollte man natürlich auch mal mit ein bisschen Zwinkern betrachten, ne? Ob es jetzt genau da am 61er oder 38er nach Fibu-Zahlen dreht. Das ist so relativ zu sehen. Wichtig ist, und das hast du ja gut gesagt, dass man das auch im Gesamtkontext sieht, A, der Bewegung oder dem Korrekturimpuls entsprechend und dann eben auch so ein Stück weit eben sucht, wo hat man da so Preis-Action-Zone. Ja? Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist es natürlich etwas, wo man sagt, das wird eine runde Geschichte und dann kann man da auch ein Setting suchen. Okay, dann danke erstmal an der Stelle. Euro-Yen, was meinst du dazu? Da kam ja direkt eine Frage vom Dieter rein. Genau, Prognose zu Euro-Yen. Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend, schöne Bewegungen. Jetzt haben wir hier eine starke Korrektur. Und man sieht, diese starke Bewegung fängt jetzt mal an, hier zu korrigieren, seitwärts. Das heißt, das ist ja hier keine Bewegung oder so nach oben im Moment, sondern das ist im Moment
eine Art Korrektur oder eine Art Stagnieren dieser Abwärtsbewegung. Wir sind jetzt hier in diesem Stab so ein bisschen auch gefangen. Das heißt, wahrscheinlich geht jetzt die Frage dahin, ob wir das jetzt longen würden bzw. könnten. Wir können ja mal auf die kleineren Trendgrößen gehen. Man sieht es auch hier, das ist seitwärts. Im Moment für mich eigentlich eher schwierig zu handeln. Das heißt, eigentlich müsste es mal hier oben deutlich drüber gehen, bevor ich sagen würde, okay, das ist aus der Seitwärtsphase ausgebrochen. Ich würde eher sagen, ich würde hier im Moment gar nichts machen, eventuell darauf warten, dass das Ganze mal vielleicht sogar noch weiter korrigiert. Dann ist ja hier alles noch intakt. Man sieht ja, die Trendgrößen wären ja eigentlich diese hier. Und dann haben wir hier genau diese kleine Trendgröße dazwischen als Korrektur. Und das kann sich ja dann hier noch fortsetzen. Und das wäre dann eigentlich auch das, worauf ich jetzt erstmal warten würde, um vielleicht wieder in Long-Richtung einzusteigen. In Short-Richtung könnte man es eventuell hier oben irgendwo an den Hochs probieren. Das wäre meine Einschätzung dazu. Heißt aber nicht, dass es nicht nach oben weiter einfach durchgeht, ja. Wenn der Euro wieder Stärke zeigt, kann es natürlich schnell nach oben gehen, ist für mich jetzt aber kein Setup. Natürlich haben wir jetzt hier einen Trend, wenn es jetzt hier oben drüber geht, aber dadurch, dass wir hier beieinander liegende Hochs haben, ist es nicht so wahrscheinlich, dass es dann hier in einem durchgeht, weil das ja hier schon Bereiche sind, wo gerade auch im Währungsbereich immer wieder Marktteilnehmer sind, die das nutzen, ja. Und wie gesagt, Seitwärtsphase schwierig. Genau, das wäre es eigentlich dazu. Was macht eigentlich unser Markt? Gehen wir mal zum DAX. Ja, dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Seitwärts hat sich überhaupt nichts getan. Das ist ganz häufig so in letzter Zeit, dass hier sich einfach mal eine ganze Zeit lang nichts tut. Der Nasdaq zeigt Stärke. Okay, da brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr zu viele Hoffnungen machen. Ansonsten, DAX brauchen wir nichts machen, Eurostoxx auch nicht. Und hier hat man ja sowieso gesagt, das ist ziemlich langweilig. Jetzt hatten meine Kollegen mir reingeschrieben, Euro-Cut Long oder Euro-Schweizer Franken Long. Gucken wir uns das mal an. Euro-Schweizer Franken Long. Auch hier Aufwärtstrend. Ja. Korrektur, auch sehr starke Korrektur. Hier auch korrektives Verhalten. Eigentlich genau das gleiche Thema, wie wir eben schon angesprochen hatten beim Euro-Yen. Würde ich auch aufpassen. Da sind wir schon ein bisschen an den Hochpunkten dran. Das heißt, hier jetzt long zu gehen, ist echt schwierig. Also kann man probieren. Ich mache es jetzt nicht. Ich sehe hier einfach nur sehr viele Punkte in der Seitwärtsphase und sehe, dass das sehr gefährlich ist. Und dazu kommt dann noch, okay, wir sind hier auf Tagesbasis ja kurz drüber gegangen und dann hat das sehr stark gedreht und allgemein hier in der Phase sieht das nicht mehr ganz so schön aus. Also das ist halt allgemein seitwärts. Das heißt, das würde ich vielleicht erstmal lassen. Gehen wir zum Euro-Cut. Wenn Sie Fragen haben zu irgendwelchen Themen, dann können Sie die bitte in den Chat schreiben. Wir werden die beantworten, entweder live oder im Chat. Und auch wenn Sie Setups haben, können wir das auch gerne machen. Euro-Cut. Moment, ich muss jetzt erstmal einen Euro-Cut finden. So, da haben wir ihn. Eurocut. So, du kannst ja kurz einen Blick drauf werfen. Ich frage kurz zu Dieter. Dieter fragt ja hier nach Elliott-Wellen, Einfluss auf das Setup. Wie gesagt, Elliott-Wellen sind eine Analysemethode, wo man den André Tietje ja als, ich sag mal schon, Oberguru sozusagen auch bei JFD Brokers ja auch beheimatet haben, als Händler beziehungsweise langfristiger Partner. Und Elliott-Wellen, wie gesagt, ist eine gewisse Analysemethode, die ja auch ein Stück weit natürlich in Sachen Bewegung, Korrektur nur eine andere Zählung als die Markttechnik aufweist. Wie gesagt, da kommen unterschiedliche Händler auch zu unterschiedlichen Meinungen. Das muss man, wie gesagt, immer aus der Betrachtung des Analysten heraus sehen. ATD geht ja ganz klassisch nach markttechnischen Prinzipien vor, richtig? Ja, also ich habe das Prinzip natürlich von Elliott-Wellen verstanden, weiß, was da gemacht wird, aber man muss halt auch, wenn man starr nach Elliott-Wellen geht, auch den Rest verstehen, meiner Meinung nach. Man hat halt zum Beispiel, nehmen wir uns mal diesen Trend hier, der ja schön aufwärts gerichtet ist, hat man natürlich hier in der Korrektur oftmals diese vermeintlichen Abwärtstrends und das ist meistens dann so, dass das in ein, zwei Schwüngen sich vollzieht, also zum Beispiel hier und dann kurz drüber drunter geht und dann wieder dreht. Ja,
Dass das in der Regel in ein, zwei Schwüngen stattfindet, das kann man natürlich in diese Elliott-Wellentheorie packen, ist klar. Für mich ist klar, dass, wie gesagt, das ist nicht immer so. Das dauert halt in der Regel ein, zwei Schwünge, dass das Ganze korrigiert und dann wieder stärker drehen kann. Das heißt, oftmals geht es dann auch so, dass sich diese Trendgröße hier nicht komplett einmal umdreht, sondern dass es dann einfach nach oben geht und diese Korrekturtiefen auf dem Weg nach oben dann nicht mehr ausbilden. Man nennt diese Sachen auch, wie gesagt, hier in dem Fall Bärenfalle. Das heißt, es geht halt entgegen der Haupttrendrichtung immer unter diese Tiefs und dreht dann relativ stark wieder. Und das ist eigentlich das Thema Elliott-Wellen. Man sieht es aber auch, dass es nicht immer funktioniert, weil zum Beispiel im DAX haben wir ja zum Beispiel hier auf Wochenbasis. Na gut, doch, es funktioniert hier quasi auch. Also wie gesagt, aber es ist nicht immer so, aber in der Regel sind halt diese Korrekturen in ein, zwei Schwüngen abgefrühstückt. Aber wenn man weiter runter geht, sieht man, dass hier noch das Ganze eigentlich nicht ganz so schön dargestellt wird wie auf Woche. Das heißt, es sind eigentlich mehrmals, dass das Ganze hier unten geht. Das heißt, da fängt es für mich schon wieder an, schwierig zu werden. Und für mich ist es auch nicht so wichtig, weil, wie gesagt, ich kriege immer meine Signale, wenn sich die Trendgröße umdreht oder wenn diese Trends dann gebrochen werden. Elliott-Wellen ist, wie gesagt, für mich eigentlich auch ein Tool der technischen Analyse. Technische Analyse zielt immer darauf ab, wo könnte sich ein Wert in der nächsten Zeit hin entwickeln, hat aber meiner Meinung nach erstmal noch nicht so viel damit zu tun, wo setze ich meinen Stop. Wie berechne ich mein Risiko Money Management? Wie verwalte ich meinen Trade? Und so weiter. Das heißt, das ist für mich eher ein Tool der technischen Analyse und hat noch nicht so viel mit dem realen Handel zu tun. Das wäre meine Meinung dazu. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage so, jeder kann natürlich hingehen und nach der Analysetechnik, die er will, handeln und seine Werte betrachten. Ich habe mir das auch angeschaut, Elliott-Wellen, Wolkencharts, Fibonaccis, alles, was da draußen gibt. Aber wir handeln, und das muss man auch ein bisschen noch dazu verfeinern, nicht nach Markttechnik, so wie alle es hier kennen, sondern wir handeln einfach Trends. Das tut ja auch die Markttechnik. Auch die Elliott-Wellen machen am Ende in gewisser Art und Weise irgendwo die Trends nur viel zu kompliziert aufgebaut und bis man da die Technik überhaupt raus hat, ist das Ganze schon gelaufen. Und wir handeln einfach so, wie es die professionellen Händler in den Häusern auch handeln. Das heißt, wir haben nichts selber erfunden. Es gibt ein paar Verwaltungswege, also die ich für mich entwickelt habe, aber sonst das Trading per se ist nichts Neues. Also wir haben das Rad nicht neu erfunden, sondern wir geben es einfach weiter, so wie es sich gehört. Das ist auch das Hauptproblem bei Elliott-Wellen zum Beispiel. Da wird das Volumen gar nicht in Betracht gezogen. Und das ist schon mal sehr, sehr dramatisch für mich, wenn man das Volumen nicht einmal in Betracht zieht. Was bitte hier auch gleich die Frage war, die ich wer war denn das, reingeschrieben hat, von Martin, Volumen im Forex-Markt ist uninteressant, weil gibt es keines, weil das ist ein Interbankensystem und da sehen wir das Volumen nicht. Volumen kann man sich nur anzeigen lassen, eigentlich bei Aktien und bei Futures, sonst nirgendwo. Also bitte das auch zu unterscheiden. Und deswegen sind wir da, wir nutzen nur das, was die Großen auch nutzen. Also man wird nie in ein Handelshaus gehen und sehen, da sitzt einer und zieht Fibonaccis oder hat da irgendwelche Wolkencharts drinnen oder sonst irgendwelche Spielereien, sondern den Chart, so wie wir es dargestellt haben, bei den Aktien und beim Future noch das Volumen drin. Orderbücher sind immer offen und das war's. Keep it simple. Und je mehr komplizierter ihr das macht, weil es cool ausschaut, je mehr Linien man reinzeichnet, desto unübersichtlicher wird das Ganze am Ende. Und am Ende muss man auch hingehen und sagen, wenn man sich hinsetzt und mit den Leuten handelt, was wir ja immer wieder bei diesen Live-Events gemacht haben, sieht man ja auch dann die Ergebnisse von uns und von den anderen. Also das ist, weil das eben ein einfacheres und schnelleres Handeln ist. Weil man hier einfach nur mit dem Orderbuch bzw. mit den Trends arbeiten muss. So, jetzt kamen allerhand Fragen rein. Wir versuchen die alle zu beantworten. Vielleicht ganz kurz Thema Market Profile. Das ist es dann auf jeden Fall bei
Das Thema bei wirklich börsengehandelten Wertpapieren, wir handeln nicht mit Market Profile Daten, wir handeln nur mit Orderbuch und Types und Sales Liste, wenn überhaupt, im kurzfristigen Bereich, aber Market Profile machen wir nicht. Ansonsten könnte ich ja mal so die Werte durchgehen. Ich glaube, irgendwo war auch die Frage nach Gold, Out japanische Yen und Gold. Gehen wir mal zu Gold. Chris, wenn du gerne noch irgendwas einwerfen möchtest, kannst du immer natürlich etwas einwerfen. Ich kann direkt noch mal eine Frage mit Volumen hat Ali schon besprochen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber wie Ali ja schon sagte, im Interbankenmarkt gibt es keine zentrale Börse und es gibt Broker, die haben nur vier Liquiditätsprovider angeschlossen. Andere Broker haben überhaupt keine Liquiditätsprovider angeschlossen, sondern haben ihre eigenen Bücher. Was für ein Volumen will man denn da anzeigen, wenn es gar keins gibt im Endeffekt, weil es alles virtuell in-house gehandelt wird? Wir selbst haben, wie gesagt, einen größten Liquiditätspool mit im Universum des Forex-Marktes und auch da ist das Volumen natürlich sozusagen gesammelt zu sehen, aber am Forex-Markt gibt es eben keine zentrale, es ist ein dezentralisierter Interbankenmarkt. Und deswegen muss man das hier mit zweierlei Maß messen, zumal ja bei Währung auch immer die Konstellation von zwei verschiedenen Parteien, also es ist ja praktisch immer ein Cross aus zwei Währungsräumen. Deswegen ist es da auch ein Stück weit anders zu interpretieren als jetzt eine klassische Aktie. Ja, ich sage mal, eine Währungspaar oder sagen wir mal viel, übrigens auf den Punkt, eine Währung ist eigentlich vielmehr eine Aktie eines Landes. Und da man aber am Forex-Markt Währungspaare handelt, also immer zweierlei, muss man da immer noch ein bisschen, sage ich mal, auch die beiden Seiten abwägen. Also es hängt dann wirklich noch mit mehreren Einflussnahmen zusammen, als dass man jetzt nur sagt, die Siemens hat jetzt ein hohes Volumen, ja. Also so einfach ist das in dem Zusammenhang nicht. Deswegen Forex-Markt, Volumenhandel nicht möglich. Ali, wie gesagt, gerade im Indexbereich wird auch häufig auf den DAX-Future geschaut in Sachen Volumen, um sich dann sozusagen auch mit einem CFD, das wird uns Ali vielleicht nachher auch nochmal ein Stück weit darlegen, dass man dann eben gerade, wenn man jetzt den DAX-Future nicht handeln kann, der ja hier mit einem Punkt pro, besser gesagt, mit 25 Euro pro Punkt daherkommt, dann auch der Mini-DAX-Future mit seinen 5 Euro pro Punkt ist ja auch immer noch ein Stück weit hochkapitalisierter, als man das eben jetzt mit CFDs nachbilden kann, zumal eben auch die Liquidität gerade auch im Mini-DAX-Future auch ein Stück weit zu wünschen übrig lässt. Also da habt ihr keine Spreads von einem Punkt. Das ist dann durchaus ein Stück mehr. Das muss man eben alles ins Kalkül ziehen und sollte man auch wissen. Ich gehe noch kurz auf eine fundamental technische Frage an in Sachen 3-Tages-Swaps am Mittwoch. Wichtig zu wissen, dass hier die Wochenendgebühr sozusagen mit inkludiert wird. Also am Mittwoch gibt es den dreifachen Swap, weil sozusagen dann am Wochenende kein Handel stattfindet, aber die Welt sich trotzdem weiter dreht im 24-Stunden-Rhythmus. Und deswegen ist der 3-Tages-Swap oder besser gesagt Swap als allgemeine Darstellung sind praktisch hier die Zinsdifferenzgebühren, Rollover-Kosten, die entstehen, wenn man Positionen sozusagen dann in den nächsten Tag rollt. Und hat man hier zum Beispiel auf den Währungsraum bezogene schwache Währung gegen eine starke zum Beispiel, dann kann das je nachdem, ob man long oder short positioniert ist, einerseits Geld bringen, ja, das nannte man früher auch immer Carry Trades, oder eben auch Geld kosten. Also gerade für Swing Trader oder mittelfristig ausgerichtete Trader am Währungsmarkt auch immer mal schauen, was da für Overnight-Swap-Kosten fällig wären. Da kann man, wie gesagt, Geld verdienen, wenn man auf der richtigen Seite steht, aber eben auch Geld zahlen. Je nachdem, ob man die starke oder schwache Währung Long oder Short spielt. Jetzt aber zu unserem Währungssymbol XAU-US-Dollar. Wichtig auch an der Stelle zu erwähnen, dass wir hier den Interbankenzugang haben. Das XAU-US-Dollar ist praktisch das Währungskürzel für den Goldpreis am Interbankenmarkt. Das ist also hier jetzt auch sozusagen kein CFD, sondern das ist der Spotpreis, der hier auch dann von Goldman Sachs, UBS, Bank of America und den ganzen Tier 1 Banken sozusagen gespeist wird. Und das sollte man auch wissen, dass wir hier eben echt am Spotmarkt aktiv sind und mit dem Währungssymbol XAU-US-Dollar ihr hier auch da die Möglichkeit habt, eben den echten Goldpreis zu handeln und nicht irgendein Hirngespinst oder irgendwas selbst aufgelegtes vom Broker. Das ist immer wichtig, an dieser Stelle zu unterscheiden. Aber was macht der Goldpreis? Immer wieder ein sehr beliebtes Underlying. Tradet ihr das auch häufig, Stefan? Also erstmal möchte ich sagen, es kommen jetzt sehr viele Fragen rein. Wir versuchen wirklich alle zu beantworten, aber es mag schauen, ob wir das auch schaffen, weil es wirklich sehr viele sind jetzt. Nee, wir handeln eigentlich das Gold nicht so, also nicht so häufig. Es ist so gut wie nie. Ja, es ist einfach nicht unser Setup bzw. unser Asset für den technischen Handel. Ist ja auch fundamental sehr abhängig
nicht. Und ja, da halten wir uns eigentlich eher zurück. Und auch zu der Frage, ob wir Bitcoins handeln. Bitcoins gehört natürlich auch nicht in unser Repertoire zum Handeln. Also wenn man Bitcoins handeln möchte, dann sollte man das meiner Meinung nach eher als Investment machen und nicht als Trader. Und ja, aber wir können uns trotzdem mal ganz kurz Gold anschauen. Also wir sehen ja auch hier, wir haben einen langfristigen Aufwärtstrend. Der ist hier das letzte Mal ausgebrochen über die Hochs drüber, hat jetzt wieder sehr stark korrigiert, aber auch hier haben wir untergeordnet schöne Trends. Das heißt, wir haben hier einen schönen Abwärtstrend, der korrigiert im Moment. Ein bisschen seitwärts eigentlich finden wir solche Korrekturen, wo untergeordnet ein schön definiertes Bild zu sehen ist, besser als jetzt hier solche Seitwärtskorrekturen. Dementsprechend sieht das halt auch untergeordnet aus. Das ist nicht ganz so schön. Das könnte man eventuell handeln, wenn es hier mal oben an diesen Punkt drankommt, könnte man wieder über einen Short nachdenken. Man sieht es auch immer wieder im Währungsbereich, dass wir entweder tiefe Korrekturen haben oder eher flache Korrekturen wie hier, wo dann entgegen der Haupttrendrichtung immer kurz die Punkte anvisiert werden, genommen werden und dann das Ganze wieder dreht. Ja, das ist vielleicht wieder dieses Thema Elliott-Wellen, aber genau, es werden halt hier entgegen der Haupttrendrichtung immer diese Punkte genommen in der Korrektur und dann dreht das Ganze häufig wieder. Im Moment würde ich jetzt hier nichts machen. Natürlich ist das Ding aktuell klar Short, nichts in Long-Richtung zu suchen. Wenn man hier Einstiege findet, dann auf jeden Fall in die Short-Richtung im Moment. Sollte sich dieser Abwärtstrend hier nicht umgedreht haben. Wie gesagt, was mir jetzt einfallen würde, ist wahrscheinlich, wenn das Ganze hier mal an dieses Hoch wieder drankommt, dann wäre es für mich erstmal wieder interessant zum Shorten. Bitcoin, wie gesagt, handeln wir überhaupt nicht. Ist sehr spekulatives Instrument. Hat für mich auch eher irgendwas mit Investieren zu tun oder mit irgendwelchen Fantasien. Und ist absolut technisch auch nicht einschätzbar. Zu hohes Risiko, zu hoher Spread. Und so weiter. Obwohl ihr das natürlich anbietet für Leute, die daran Interesse haben, ja, das möchte ich natürlich hier nicht verschweigen, aber für mich als technischen Händler macht das jetzt keinen großen Sinn, da regelmäßig Trades abzusetzen. Ja, das Vielleicht ist, kannst du dazu noch. da stimme ich dazu. Wie gesagt, Bitcoins, das ist in die Kryptowährung. Ja, es gab auch andere Broker, die hatten eine Zeit lang sogar auch noch Ethereum und andere, sage ich mal, Nachfolger-Kryptos da drin, die man aber allerdings eine Zeit lang nur long handeln konnte bei diesen, sage ich mal, Brokern. Der Witz war in der Sache eben, dass sie schlichtweg sich dann in-house auch nicht gegen Short irgendwie hedgen konnten. Jetzt haben sie eine Lösung gefunden. Gibt viele Broker, die auch Long und Short anbieten. Wir haben bei uns nur den Bitcoin im Angebot, der aber auch, wie gesagt, aus einem Liquiditätspool kommt, nicht von uns generiert wird. Das heißt, wir nehmen nicht die Gegenposition zu euch ein, sondern wir machen im Agenturmodell einfach den Markt weiter Leitungsprozess sozusagen Euro-Order zu nehmen und an den Liquiditätspool zu geben. Und da ist der Bitcoin natürlich hochvolatil mit Tagesschwankungen von 20 bis 30%, dann noch gehebelt. Genau das, was eben auch Stefan sagt, da muss man schon, ich sag mal, ja, wirklich wissen, was man tut. Der Spread ist nicht ganz ohne, liegt auch daran, dass Liquiditätsanbieter natürlich auch wissen, dass das Ding hochvolatil ist. Grundsätzlich aber, wer es denn handeln will und wo er sucht, ist beim Bitcoin sicherlich aufgehoben, aber man muss hier wirklich mit ganz kleinem Maße arbeiten und auch hier auch wieder die Gier im Griff halten, weil es geht nicht darum, kurzfristig schnell Geld zu verdienen, sondern eben hier duplizierbare Effekte zu erzeugen und einen Handelsstil an den Tag zu legen, den man dann eben auch über Jahre hinweg vorziehen kann. Und das, wie gesagt, sollte man dann nicht nur auf einen Underlying, was hier hochvolatil unterwegs ist, fokussiert sehen. Und das ist eben auch wichtig, dass man das mehr oder weniger dann lernt. Und Bitcoin, wie gesagt, der Günther schreibt es auch, man kann den gut handeln, wenn man da einen Flow für hat, wenn man eine Systematik hat, auch eine Vorgehensweise. ATT, wie gesagt, sieht das eher nicht als fokussiertes Underlying, ist auch völlig legitim, ja. Der Markt ist groß genug und bei ATT geht es ja auch mehr darum, interessante Setups zu suchen und zu finden. Und sollte es mal beim Bitcoin vielleicht in Zukunft da trotzdem ein schönes Setting geben nach den Kriterien von ATT, könnte ich mir auch vorstellen, dass da selbst mal ein Trade abgefeuert wird, liegt aber eben derzeit nicht im Fokus. Ich meine, das Universum, was ATT handelt, ist ja ohnehin groß genug vom Währungsindex und Aktienraum. Also insofern ist da sicherlich genug Spielraum geboten. Eurocut wird auch noch nachgefragt. Ich weiß, dass euer Schüler, der Martin, der auch bei Godmode Trader da am Start ist, unlängst auch mal den Eurocut analysiert hat.
Von daher wäre es vielleicht mal eine Option, da mal hinzuschalten. Weiß nicht, wie du es siehst, Stefan, ob wir da Martin noch mal mit ins Boot holen wollen. Ja, können wir gerne machen. Zu Bitcoin noch mal ganz kurz. Also für uns ist das keine Option, weil es einfach nicht, also man, das Risiko ist nicht kalkulierbar, da es fundamental ständig sich verändert und ständig ist. Deswegen sind die Risiken natürlich technisch abzuwägen, so lange, bis es gut geht. Und wenn es dann einmal nicht mehr gut geht, dann ist das Geschrei groß und das können wir uns einfach nicht leisten. Und das ist einfach der Punkt. Und dementsprechend würde ich das Ganze auch eher fundamental angreifen und nicht technisch. Aber ich schalte jetzt mal zu Martin. Ja, hallo, auch von meiner Seite auch wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Reutlingen. Ja, Eurocat habe ich letztens eine Analyse dazu geschrieben. Es ist, hier sehe ich den Abwärtstrend. Es ist zwar nicht so eindeutig, es ist auf jeden Fall kein besonders schönes Chartbild, aber nichtsdestotrotz kann man hier einen kleinen Abwärtstrend sehen. Und ich bin hier, sag ich jetzt mal, ich habe die Umkehrkerze hier in diesem Bereich wahrgenommen und habe mich dann einstoppen lassen und verwalte diesen Trade relativ groß, muss ich sagen. Also auf Bewegung Tag verwalte ich den. Das heißt, der Stopp wird dann immer auf die nächste Kerze nachgezogen und natürlich unter Beachtung von Innenstäben. Momentan bin ich noch drin in dem Trade. Man sieht hier, dass der Stopp hier noch ziemlich weit weg liegt und momentan befindet sich der Wert ja auch hier in so einer Seitwärtsphase. Das heißt, mir sind die Hände gebunden, ich kann da nichts machen, ich kann den Stopp nicht weiter nachziehen. Sollte die ja diese Seitwärtsbewegung, also diesen Außenstopp nach unten verlassen, werde ich dann meinen Stopp auf jeden Fall nachziehen. Momentan habe ich nichts zu tun und muss dann ein bisschen warten, bis was passiert. Aber ich denke mal, bei so Trades, ich versuche dann auch Trades größer zu verwalten. Ich habe hier auch so einen Teilverkauf realisiert. Das heißt, ich habe einen Teil der Position rausgenommen. Jetzt bin ich noch mit einem ganz kleinen Teil drin. Aber ich versuche dann immer die Positionen so zu verwalten, dass ich wirklich das Größtmögliche aus diesem Trade raushole. Also das haben wir schon vorhin angesprochen. Man weiß ja nie, wohin der Markt geht, ob der nach unten oder nach oben geht. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei jedem Trade bei 50-50, auch wenn wir so ein bisschen den Markt durch die Markttechnik antizipieren können. Das heißt, wir können ja sehen, wo sage ich jetzt mal, die großen Marktbewegungen entstehen könnten, wo die Marktteilnehmer sich versammeln können, wo wir sagen, okay, da könnte Bewegung stehen, da können auch die großen Big Boys da ins Boot mit einsteigen, da können wir auch das da mitschwimmen. Deswegen versuche ich dann auch so Trades das Bestmögliche rauszuholen, weil wie gesagt, man weiß vorher nie, wohin die Reise geht. Und deswegen sollten die Trades, die dann die richtige Richtung quasi in Anführungsstrichen einschlagen, dann auch wirklich sehr, sehr groß ausfallen, so dass man die kleinen Fehltrades, die man dann einsackt, also da kann man nichts machen. Fehltrades wird es an der Börse immer geben, dass sie dann sich aber relativ klein halten und damit die Gewinner größer sind. Und so funktioniert eigentlich Trading, dass dann unter dem Strich nach 100, 200 Trades, dann, wenn sich das waage hält, 50-50, doch die Gewinner doch um einiges größer ausfallen als die Verlierer-Trades. Das ist eigentlich so verwalte ich meine Trades und damit muss ich sagen, fahre ich auch am besten. Ja, Gut so gesagt. machen das ja meine Kollegen, meine Mitstreiter machen das ja auch so, dass wir wirklich dann auch das Bestmögliche aus den Sachen rausholen wollen. Gut gesagt an der Stelle, auch gerade wenn ich da eingrätschen darf in Sachen Frequenz, ja, du sprichst ja von 1, 200 Trades und da spielt auch die einzelne Trade-Nummer überhaupt keine Rolle, genauso ist es. Und wenn man das mal auf Jahresbasis sieht, je nachdem, wie viel man tradet, am Ende des Jahres stehen 1000 Trades zur Buche und da sollte man sich A, in keinen einzelnen Trade verlieben und B, wenn fünf Verlierer hintereinander kommen, ist das eben auch so, das kann vorkommen, es gehört zum Markt, die Watsche dahingehend, aber man sollte eben auch in einer gewissen Hinsicht seinen Erwartungswert kennen, ja, also man muss im Prinzip jetzt, was bei vielen Händlern passiert, die haben irgendein System, das wird ausprobiert und wenn es jetzt neunmal nicht funktioniert hat, wird es weggeschmissen und dann wird genau dann in den nachfolgenden, sage ich mal, 10 Optionen, wo dann möglicherweise das Setup aufgegangen wäre, eben genau das nicht gehandelt. Das heißt, man braucht hier auch eine Disziplin und Konsequenz, um das am Markt eben auch zu erlernen, welche Setups man fährt. Und du, Martin, warst ja auch in der Schule von AT&T oder bist du es noch? Wie ist das eigentlich? Ich habe jetzt sogar das Glück, dass ich ins RTT-Praktikum reingerutscht bin. Das heißt, ich bin jetzt quasi
aktiv an der Mitarbeit von ATT tätig. Mhm. Und ich habe vor über einem Jahr ich muss ja dazu sagen, vielleicht ganz kurz zu meiner kompletten Geschichte, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Ich habe vor einigen Jahren schon mit der Börse angefangen, also vor 8, 9 Jahren habe ich mich mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Und wie man weiß, ist das ja nicht so einfach. Die ersten Schritte sind vor allem nicht so einfach und man kauft sich dann einige Bücher, besucht dann uns einige Seminare und versucht dann sich dann irgendwie an dem Markt zu behaupten. Aber der Anfang war nicht so einfach, das war richtig schwierig. Ich habe dann auch, sage ich jetzt mal, ich war damals, zur damaligen Zeit, als ich damit angefangen habe, mich damit intensiv auseinanderzusetzen, auch selbstständig. Ich habe ja besaß ein eigenes Restaurant, das heißt, ich musste auch mal ein bisschen arbeiten und das habe das nebenher gemacht und da musste auch leider auch meine Frau manchmal drunter leiden, wenn die Trades so ein bisschen schief gelaufen sind und meistens liefen die Trades nicht in die gewünschte Richtung und das heißt, da ist die eine oder andere Computermaus auch an die Wand geflogen oder die Tastatur und manchmal mussten auch meine Gäste dran glauben, wenn ich dann mal, wenn mal der Vormittag nicht so gut lief, dann ja, da mussten sie leider meine Laune auch ein bisschen ertragen. Ja, das war nicht so schön, aber es ist halt ein steiniger, es ist ein harter Weg, das ist nicht einfach. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal nach einer gewissen Zeit eine Auszeit genommen, weil ich muss sagen, ich habe dann auch einiges an Geld verloren bei der ganzen Sache. Es hat nicht so funktioniert. Die Seminare oder alles, was ich da, sage ich jetzt mal, mit eingesammelt habe, hat nicht so gefruchtet. Die ganzen Börsengurus, die mir da was erzählt haben oder die mir versucht haben, den richtigen Weg zu weisen, das hat nicht gefruchtet und dann irgendwann mal nach einer Zeit ist man natürlich dann auch sehr, sehr ja, ausgelaugt. Ich fühlte mich da echt leer und echt enttäuscht von der ganzen Sache und habe mir gedacht, okay, jetzt nimmst du dir mal eine Auszeit und machst mal erstmal nichts, lässt die Finger von der Börse, beschäftigst lieber mit anderen Sachen und dann habe ich das auch gemacht, doch dieses Thema lässt einen nicht los. Mhm. Es ist ja auch spannend, es ist ja auch interessant und man möchte auch wissen, warum es die anderen schaffen und man selber das nicht irgendwie auf die Reihe bekommt. Und dann habe ich mich mit dem langfristigen Bereich ein bisschen auseinandergesetzt und da wurde es immer mehr draus und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und dann habe ich dann auch eine Strategie getüftelt, einige von den Zuhören, wenn das kennen, das ist die Wolke 7 Geschichte, da habe ich dann jahrelang daran getüftelt und das ist ja, die langfristige Geschichte funktioniert sehr gut und aber nach einer Zeit sagt man sich, okay, das ist aber auch, Börse kann auch sehr langweilig sein, wenn man das auf langfristig macht, mhm. weil wenn man dann, sag ich jetzt mal, Aktien eingekauft hat, dann muss man ja nichts mehr machen, sondern ab und zu mal das Ganze beobachten und ich wollte aber das so erlernen, wie das wirklich die großen Jungs machen, wie das, wie sie bei der großen Bank wie JP Morgan wirklich dann an der Börse handeln und wie das wirklich vonstatten geht. Also diesen kurzfristigen Bereich oder der mittelfristige Bereich hat mich da schon gereizt und da kam irgendwann mal der Stefan ins Spiel oder ATT Trading ins Spiel. Ich habe das mal im Internet gelesen, dass es doch noch ja, so eine Möglichkeit, eine Ausbildung gibt. Aber ich war da sehr vorsichtig. Eigentlich hatte ich da keine Lust mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt so viele Seminare besucht und eigentlich hat das dir persönlich und in deinem Trading-Stil nicht viel gebracht. Und dann habe ich ein sehr, sehr intensives Gespräch mit dem Stefan am Telefon geführt und habe mich dann dazu entschlossen, an diesem Seminar teilzunehmen. Und ich muss sagen, diese 3 Wochen waren, diese eine Woche war sehr, sehr lehrreich. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen, sag ich mal, Vorkenntnisse hatte, weil ich mich schon mit der Materie auseinandergesetzt habe. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr, sehr viele neue Sachen entdeckt und kann das natürlich nur weiterempfehlen. Das ist eine wunderbare Ausbildung, das ist eine wunderbare Community. Was natürlich ATT ausmacht und was es ganz besonders macht, ist natürlich die Nachhaltigkeit. Vor allem, weil man danach nicht alleine gelassen wird, weil du weißt es ja auch, Trading kannst du nicht in einer Woche erlernen oder in 2 Monaten oder in 3 Monaten, sondern das braucht wirklich Monate, Jahre, bis man da wirklich weiß, worauf es wirklich ankommt. So wie du gesagt hast, klar, wenn man anfängt, hat man die eine oder die andere Strategie und es läuft mal was schief, da versucht man immer da an den Schrauben rumzudrehen, dass man sagt, okay, jetzt könnte ich das ausprobieren und das und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, heutzutage hast du ja auf jeden Fall so viele Möglichkeiten, ob das technische Indikatoren sind, andere Möglichkeiten, man versucht alles zu probieren, vor allem, weil du im Internet auch davon oder in anderen Medien damit überrannt wirst und aber um, sage ich jetzt mal,
um gut traden zu können oder gut handeln zu können, brauchst du auf jeden Fall eins, das ist Erfahrung. Du brauchst Erfahrungswerte und du brauchst vor allem Geduld. Und wenn du so schwierig, vor allem in schwierigen Phasen, weil die wird es ja immer wieder geben, brauchst du, sag ich jetzt mal, irgendwie Disziplin, dass du sagst, okay, diese schwierige Phase habe ich ja mit dieser Strategie trotzdem schon mal gemeistert, dann kann man das natürlich ganz entspannt, sag ich jetzt mal, sehen. Und das braucht halt jeder Händler. Aber wie gesagt, wenn du dann alleine dann dastehst, dann ist es natürlich schwierig. Und wenn dann so nach der Ausbildung halt so eine wunderbare Geschichte wie Mentalitätstrading hast, dass du dann nachhaltig auch betreut wirst, dass du auch in der Community bleibst, dass du dann auch jeden Tag deine Trades vorstellen kannst und jeden Tag über den Markt gesprochen wird, dass du dadurch dich nicht so alleine gelassen fühlst, weil die meisten Händler, die sitzen ja alleine vor ihrem PC und du hast ja eigentlich auch nicht viele Ansprechpartner. Also zumindest kann ich ja nur für mich sprechen. Ich hatte ja nicht so viele Ansprechpersonen, weil jeder hat mich eigentlich nur belächelt, als er gesagt hat, okay, was macht der Martin jetzt? Der handelt jetzt an der Börse, aber nach einem Jahr hat er immer noch einen VW vor der Tür stehen. Also der macht ja irgendwas falsch. Und deswegen hat man das ja nicht so, haben viele das gar nicht ernst genommen, aber Ja, wenn du dann trotzdem alle. und heute fährt der Heute fahre Martin ich ja. Maserati, das ist ganz klar, ne? Natürlich. Nee, aber Nein, aber das ist, gebe ich dir vollkommen recht, das ist immer der wie gesagt, Trugschluss noch der Leute. zwei, drei Sätze noch zu Ja, ATT, der Community, weil das wirklich dann einzigartig ist auf dem Markt. Das gibt es ja nicht so in so einer Form nicht nochmal. Und da kann ich ja nur jedem das empfehlen, wenn man wirklich das ernst meint. Und ich meine, man muss es auch ernst meinen, wenn man wirklich so viel Zeit vor dem PC verbringt, so viel Zeit mit Büchern lesen oder mit Weiterbildung, dann soll natürlich unter dem Strich was rauskommen. Deswegen muss man da auch die Ernsthaftigkeit auch in Anspruch nehmen. Man muss es ja auch ernst betreiben können. Und zwar ist es ein Hobby, viele machen es ja nebenher, aber trotzdem sollte unterm Strich was rauskommen. Und deswegen sollte man das natürlich auch ganz, ganz ernst nehmen, das Ganze. Und ja, ATT ist einfach einzigartig und wenn man halt die Möglichkeit hat, sowas in Anspruch zu nehmen, dann macht man das auf jeden Fall. Aber dass man einfach betreut wird über die Ausbildungszeit hinaus und dass man, sage ich jetzt mal, wenn man sich dann auch die Mühe gibt und, sage ich jetzt mal, am Ball bleibt, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann auch ins Ausbildungsteam zu kommen und das ist ja eine wunderbare Sache, finde ich. ja, das ist ja so ein Stück weit, wenn man das eben, das schreibt auch gerade Robert just in der Sekunde, wenn aus dem Hobby eben auch ein Hobby wird, was Geld bringen kann oder am Ende man sozusagen vom Hobbyhändler zum Berufstrader avanciert, ist das natürlich etwas, was der Traum vieler ist. Da, wie gesagt, bei ATT eine hervorragende Ausbildungs- und Kombinationsmöglichkeit. Und im nächsten Jahr, das kann ich gleich mal an der Stelle so ein bisschen einschieben, seid mal gespannt, was da von JFD-Seite kommt. Werden wir auch auf der World of Trading ein Stück weit schon anschieben. Da werden wir nächstes Jahr sicherlich auch dem einen oder anderen den Weg ebnen können. Hier, wer denn dann gut ist am Markt und erfolgreich handelt, da auch sich ein schönes Case, eine schöne Einnahmensquelle, schrägstrich auch eine Zukunft aufzubauen. Ich will jetzt nur sagen, dass man vom Privathändler dann tatsächlich zum professionellen Händler aufsteigen kann, um dann eben auch wirklich under Management große Beträge zu handeln, wenn man denn weiß, wie es geht. Und da ist natürlich eine Ausbildung ganz wichtig. Das machen wir mit unseren Partnern eben auch in Form von ATT. Und insofern, du bist da ein lebendes Beispiel, der so ein Stück weit sein Traum und der war sicherlich oder ist auch holprig und da spreche ich ohne Zweifel für 99% aller Zuschauer, dass es hier nicht so mit einem Wochenendseminar abgehakt ist und dann kann ich es. Ja, das ist der Trugschluss, was auch oft verkauft wird. Dann am Strand liegen, Caipirinha treten und mal eben mit dem Tablet ein paar Trades abfeuern und dann hat man sein Geld. Wenn es denn so einfach wäre, dann würde sicherlich das ganze Marktprinzip nicht funktionieren. Aber es ist eben ein Marketing-Gimmick, was eben viele Leute, die schnell reich werden wollen, immer abholt. Aber es ist genau der verkehrte Ansatz. Auch zu sagen, du bist an der Börse und fährst jetzt kein Maserati oder fährst jetzt kein Lamborghini, da machst du doch irgendwas falsch, das ist eben einerseits ja immer viel Klischee und ich sag mal, die richtig vermögenden Leute, die müssen nicht unbedingt protzen und prahlen an dieser Stelle. Und auch die richtig guten Händler sind eben eher, ich will nicht sagen, introvertiert keineswegs. Es gibt gute Händler, die da auch ein Standing nach draußen vertreten, aber das ist weniger protzen eigentlich, ja. Die überzeugen einfach durch das, was sie tun und darauf kommt es auch an. Und wie gesagt, zu viel Marktschreierei sollte man dann hinsichtlich der Qualität oder auch, sage ich mal, ja, Ernsthaftigkeit dann durchaus immer mal hinterfragen, ne? Und dann, solange es da nicht Live-Track-Rekorde gibt oder irgendwas, wo es eben bei vielen ganz, ganz dünn wird,
sollte man sich dann auch gar nicht auf weitere Diskussionen einlassen. Insofern Transparenz wichtig, auch Transparenz beim Broker. Wir, wie gesagt, führen ja auch die Trades real aus und das könnt ihr auch euch nachbilden lassen oder anfordern im Sinne dessen der Nachbildung, wie denn eure Trades abgehandelt wurden. Wir warten mal drauf, was MiFID 2 dann im nächsten Jahr mit sich bringt, aber da wird es sicherlich auch für den einen oder anderen Broker dann schwierig werden, darzustellen, dass er dann eben hier Positionen gegen den Kunden einnimmt. Kann man immer nur wieder unterstreichen. Ansonsten, Martin, danke dir für die Worte. Das war sehr, sehr gut. Ich denke, du hast da aus dem Sprachrohr deiner selbst gesprochen, hast aber auch viele abgeholt in der Richtung. Und ich sage mal, das Restaurant-Business, ich hatte früher auch einen Zweitberuf vor vielen, vielen Jahren und habe auch mit dem Laptop im Rücken Optionsscheine damals noch gehandelt, Anfang der Jahrtausendwende, Harakiri auf gut Deutsch. Das muss ja hochstressig gewesen sein. Aber jetzt hast du dich nur aufs Trading fokussiert oder bist du noch irgendwo im, sag ich mal, gastronomischen Gewerbe noch unterwegs? Jetzt habe ich mich komplett auf Trading oder auf Börse fokussiert. Nur ich muss ja auch dazu sagen, dass Gastronomie doch meine Leidenschaft ist und es hat mich ja nie losgelassen. Von daher gehe ich immer noch ein, zwei Mal die Woche in einer Bar ein bisschen ein paar Cocktails mixen, weil so ganz ohne Gastronomie funktioniert es bei mir doch nicht. Ich denke es mir. Ich denke, das war ja gerade so meine Vermutung. Ich meine, Restaurant zu führen oder selbstständig zu leiten, das ist immer noch so ein Case, aber ich kenne auch einige hier aus dem Münchner Raum, die da in der Branche aktiv sind. Ich kann mir, wenn man da einmal drin ist, kommt man eigentlich nicht mehr raus aus der Nummer. Deswegen dachte ich mir das schon. Aber es ist natürlich, also das stelle ich mir schon sehr, sehr hektisch und stressig vor, neben der Bedienung oder dem Herrichten von diversen Sachen dann eben den Markt zu beobachten, gerade wenn es kurzfristig ist. Wie du schon sagst, auf Tagesbasis eine Aktie kaufen, buy and hold, alles schön. War ja auch das, was Stefan vorhin gesagt hat, schaut euch den S&P 500, schaut euch den Dow an, die fliegen ja alle nach oben durch die Decke. Die Rallye ist intakt, wer sich long eingekauft hat, kann ja eigentlich beruhigt schlafen, doch alle die, die das Jahr 2000 miterlebt haben, die das Jahr 2007, 2008 miterlebt haben oder auch Fukushima 2011, die wissen durchaus, dass die Märkte nicht nur eine Richtung einschlagen können und rein zyklisch sind wir schon längst über den Durst gestiegen, aber was die Notenbanken weltweit seit 2008 gemacht haben, ist ja auch einzigartig. Insofern müssen wir immer gespannt bleiben, was denn da kommt. Aber ich glaube nicht dran, dass die Aktienmärkte jetzt kontinuierlich 20 Jahre weiter steigen werden. Langfristig definitiv. Die Aktie ist die beste Anlageform überhaupt, da stehe ich für, aber ihr dürft nicht vergessen, dass wir seit 9 Jahren ungefähr in einem Bullenmarkt sind und das ist schon sehr reif. Kann auch 9 Jahre weitergehen, ja, aber irgendwann wird mal eine Korrektur von 30, 40, 50% vielleicht kommen. Und das wird auch viele ETFs oder auch Wikifolios dann an die Wand hämmern, weil das eben alles Long-Only-Ansätze sind. Ja? Und das ist ja beim Trading auch eben schön. Du hast hier zum Beispiel eine Sell-Order drin beim Euro-Cut am Währungsmarkt oder auch im Index-CFD-Bereich oder eben auch wie im Future-Markt. Ihr könnt eben auch auf fallende Kurse setzen und eben auch hier im kurzfristigen Bereich oder wenn es mal langfristig bei Aktien runtergeht, eben da auch auf der fallenden Seite profitieren, was viele ja auch gar nicht wissen, wenn sie überhaupt Thema Börse und dergleichen dann sozusagen hören. Aber danke, Martin, für die Worte. War definitiv gut. Stefan oder Ali, wolltest du da noch was ergänzen zu einem Schüler, der jetzt ja dann aufgestiegen ist ins Praktikum? Das ist ja auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, das werde ich gleich machen und dann zeige ich auch, was der Martin meint mit langfristig handeln. Mhm, super. Das zu Martin muss man dazu sagen, natürlich hat er es richtig gesagt. Wir sagen es auch unseren Schülern, wenn ihr zu uns kommt, bitte die eine Woche Theoriewoche, die ja alle anbieten, egal jetzt ohne qualitativ jetzt jemanden schlecht machen, plus die 3 Monate Betreuungszeit, das ist nur ein Minimum, damit man mal auf einen halbwegs vernünftigen Stand kommt. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Branche erlebt, in der es so schwierig ist, Geld zu verdienen, aber fast jeder da draußen mit der Fantasie reingeht, ich setze mich eine Woche hin und lerne es und kann damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Es ist ein Unterschied, man muss es schon mal unterscheiden. Wir haben ja sehr viele berufstätige Schüler, die daneben sich ein Einkommen generieren wollen, was sehr realistisch ist, braucht aber auch viel Zeit. Und andere, die den Traum haben, irgendwann den Job fallen zu lassen und von zu Hause aus zu traden und mehr Freizeit zu haben. Das ist machbar. Ich lebe es ja auch meinen Schülern vor und zeige es auch allen intern. Also wir rennen jetzt nicht in der Öffentlichkeit rum und ich pose, was kaufe ich mir, was mache ich und welche Uhren trage ich und Autos. Ich pose. Zufälligerweise muss ich dazu sagen, heute gehe ich Auto kaufen. Ja, also, komme ich vielleicht sogar ein bisschen später heute. Das ist, hat sich zufällig ergeben, weil ich ein neues Auto brauche. Das aber ist auch jetzt kein Maserati, sage ich auch dazu, braucht man nicht.
nicht. Es gibt natürlich, man kann sich einen gewissen Luxus leisten. Man muss aber dazu sagen, und das vergessen alle, als Trader muss man das Geld Cash auf den Tisch legen. Ja? Also da kriegt man auch jemand, der ich, der, wir haben schon in Webinaren mal gezeigt, inzwischen mache ich es nicht mehr, das mache ich nur noch für Schüler. Die Summen, die ich teilweise handle und raushole, trotzdem ist so, dass die Bank natürlich sagt, der hat super Einnahmen, aber das ist trotzdem ein spekulatives Business und deswegen muss er sich das Auto Cash kaufen, während jeder, ich sage mal, Arbeiter sich ein Auto leasen kann, darf das ein Trader nicht, egal wie viel er Umsatz macht im Jahr. Das muss man auch klar und deutlich sagen. Und der Druck natürlich, dann seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, ist ein ganz anderer, als wenn man so das nebenbei macht, wenn man arbeitet und ein bisschen Geld daneben verdienen will. Weil dann ist natürlich die Rechnungen kommen monatlich und denen ist es egal, ob ich dann jetzt mein Geld verdiene oder nicht. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Ne? Das fängt schon mal an, dass man dafür natürlich auch eine andere Kontogröße braucht. Man Ali, kann schaffen, ja. ganz, ganz guter Punkt. Lass mich da mal kurz eingrätschen, weil wie gesagt, neben dem, dass wir mal sehen, wenn der Markt was hergibt, dann kann jeder von euch ATT-Jungs natürlich reingrätschen, wenn der DAX hier abgeht oder irgendwas anderes. Aber weil du es gerade sagst, der Traum vieler ist ja tatsächlich mit einem kleinen Einsatz Geld zu verdienen, schrägstrich davon zu leben, wohlmöglich. Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, was du für realistische Summen sozusagen erachtest, um überhaupt mal in den Ansatz zu kommen. Also ich habe selbst da auch schon eigene Hochrechnungen und auch, also ich weiß, wo in welcher Region man da sich ansiedeln sollte. Aber so aus deiner Erfahrung heraus und für die Schüler oder auch Zuhörer jetzt mal so ein Stück weit, wo du eben echt sagst, das ist schon ein Budget, was da sein sollte, um überhaupt erstmal dran zu denken, davon leben zu können. Also da muss man, das Erste, was man sich mal anschauen muss, was brauche ich im Leben, im Monat zum Leben? Also das ist ja vom Einkommen mal das Erste. Jetzt gehen wir mal von einem Durchschnitteinkommen von 2000, was jemand vielleicht braucht zum Leben, dann kann ich sagen, unter 60, 50, 60.000 Euro braucht man nicht einmal dran zu denken. Das ist unrealistisch. Es ist natürlich, wie der eine oder andere sagen, ich habe so ein kleines Konto mal von 1.000 Euro hochgetreten in 3 Wochen auf 6.000 Euro. Ja, das kann man mal vielleicht so machen, aber es ist selten, ja, dass man sowas, dafür braucht man ja, ich bin, mache das ja schon seit mittlerweile 12 Jahren, eine andere Erfahrungsstruktur. Da muss man ja auch überlegen, man muss ja auch, wenn so Tage wie heute sind, wo man vielleicht die ganze Woche wenig Trades machen kann, wir haben gestern mit den Schülern, habe ich an den Nasdaq, den Stefan gehandelt hat, auch mit Future gemacht. Und das waren am Ende dann knapp 250 Euro, haben wir live mit den Schülern gehandelt, verwaltet. Ist auch Geld, summiert sich dann mit der Zeit auch. Aber dafür muss man auch dann, wie gesagt, mindestens mal 50, 60 haben. Und wirklich gut davon leben zu können, sage ich fast schon einen sechsstelligen Betrag am Konto. Zumal Ali. Das ist unmöglich mit der Zeit natürlich. Das wird immer größer, das Konto, und dann ist es automatisch. Bitte. Ja, genau richtig. Du sagst ja, erstmal gibt es Phasen, wo man schlichtweg mal kein Geld verdient und dann natürlich auch Phasen, wo man Geld verliert möglicherweise. Die muss man ja erstmal überstehen können. Und dann natürlich auch der psychologische Druck, eben am Monatsende auch eine schwarze Zahl zu schreiben. Das ist ja auch nicht ganz ohne, wenn man eben Fixkosten hat, die es zu decken gilt. Und da das Budget grundsätzlich dann, wenn es eben nicht ausreicht, dann schwierig wird. Und was ein ganz wichtiger Fakt ist, gerade für Leute, die mit kleinen Konten einsteigen gerade, ist ja immer der Zeit-Nutzen-Aufwand, ne? Wenn man so sagt, ich investiere jetzt 10 Stunden, um zu handeln und verdiene am Ende des Tages 15 Euro, dann ist man leicht frustriert. Deswegen neigen auch viele mit kleinen Konten dazu, immer zu überhebeln, viel zu aggressiv in den Markt zu gehen, um eben schnell viel Geld zu verdienen, um sich sozusagen den Stundensatz da aufzuputzen. Aber in 99% der Fälle gehen die Konten dann vor die Hunde, weil eben tatsächlich dann mehr oder weniger Blackjack gespielt wird, oder Schrägstrich Roulette vielmehr. Und das kann ja nicht zielführend sein. Aber fahr ruhig fort, Ali. Interessant. Ja, also wie gesagt, das ist auch das Problem von Anfängern. Ich gehe hin und will heute auf morgen solche Summen verdienen. Ne? Man muss ja irgendwo klein anfangen, man muss auch mal versuchen zu sagen, das ist mein Ziel. Also ich habe angefangen mit 50 Euro am Tag, das ist mein Ziel, was ich verdienen will und habe das sukzessive nach oben geschraubt, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, 4, 5. Und dann natürlich irgendwann hat man ein Ziel erreicht, wo man sagt, damit kann ich gut leben. Das ist auch das, was ich verdienen möchte, um dann auch natürlich nicht mehr am Rechner zu sitzen. Ich sage mal, ich habe ein aufwendigeres Leben. Ich bin auch jetzt keine 20 mehr
und habe einen gewissen Luxusstatus. Wenn ich auf Reisen gehe, gehe ich Janis zum Beispiel, auch der leider auch so wie ich krank ist, aber noch viel schlimmer. Der war jetzt auch wieder mit mir in Griechenland. Da geht man in ein Fünf-Sterne-Hotel, da gibt man andere Summen aus. Wir waren letztes Jahr auch gemeinsam in Kreta auf einem der besten Hotels, die es dort überhaupt gibt. Kostet dementsprechend natürlich auch Geld und das kann man verdienen. Und es ist natürlich, wir haben das extra gemacht, wir haben uns hingesetzt, nachmittags gemeinsam gehandelt, aber nicht jetzt 4 Stunden, sondern 1, 2 Stunden. Wir haben Geld verdient. Janis hat sogar seinen Urlaub während des Urlaubs verdient. Aber dieses Bild, ich sitze mit dem Laptop am Strand und mache so nebenbei Geld. Ja, das gibt es. Aber der Weg dorthin, den muss man ja auch akzeptieren. Also Janis ist auch jemand zum Beispiel, der im Gastronomie-Business unterwegs ist, hat Familienunternehmen da, der sich wirklich seine gesamte Freizeit geopfert hat. Und das hat 1,5 Jahre gedauert, bis er diesen Schritt gehen konnte, um mit dem Laptop am Strand zu sitzen. Wobei ich jetzt direkt am Strand, wir sitzen natürlich in der Bar, wo Internet ist und alles. Und handelt dort. Aber auch die Vorbereitung. Ja, also es ist Richtig. nicht so, ich klappe den Laptop auf, drücke auf ein paar Knöpfe und habe jetzt ein paar tausend Euro verdient, sondern die Vorbereitung, die auch ich vor dem Urlaub getroffen habe, um meine Werte zu sortieren, dass wenn ich schon dann den Laptop aufmache, in der Mittagshitze, wo ich in den Schatten gehe und mich verstecke vor der Sonne, da einen Kaffee trinke, dass ich da vielleicht 1, 2 Trades machen kann, mit einer angepassten Size natürlich, weil dort natürlich, wer weiß, welches Risiko passiert, wenn das Internet weg ist und ich dann im Urlaub bin. Und dort nebenbei zu traden, das kann man machen. Ich habe das jahrelang gemacht mit meiner Frau, ohne Kind unterwegs waren, ohne ATT. Aber das ist ein sehr weiter Weg dorthin. Realistischer Weg für uns und für unsere Schüler ist, am Tag für die Berufstätigen ihre 1,5 Stunden zu opfern und das 4 bis 5 Mal die Woche. Und für die Vollzeittrader, dass sie 4 bis 6 Stunden Zeit opfern. Mehr Aber nicht. Aber das in kontinuierlichem Wege. Ali, Ja. ich will Ja. dich immer, um Gottes Willen, nicht immer aufhalten oder bremsen, aber du sagst es ja jetzt schon mal her, Berufstätiger, okay? Das heißt, du hast einen Job, wo du jetzt, sag ich mal, deine 8, 9 Stunden knödelst und dann ist es trotzdem so, dass man hinten raus eben tatsächlich 1 Stunde, 1,5 Stunden da noch investieren muss. Und auch so habe ich das gemacht über mehrere Jahre. Ich habe zehntausende Charts gelesen, gemacht, getan, 2003, 4, 5, 6, wo das dann bei mir immer intensiver wurde. Und das war sicherlich auch eine Zeit, wo man sagt, man opfert tatsächlich etwas, aber es ist eben auch ein Prozess. Wenn man das nebenberuflich macht, wo man eben am Wochenende nicht einfach abgefrühstückt wird, sondern eben echt Zeit investiert. Und wenn du sagst, hauptberuflich irgendwas anderes, dann hast du abends eben teilweise nur 1 Stunde oder 1,5 Stunden, aber das musst du dann auch mehrmals die Woche machen, um wirklich dran zu bleiben. Oder wenn du das dann Fulltime Intraday machst, dann sind 6 Stunden ja schon mal absolutes Minimum. Aber das ist eine Zeit, die man auch wirklich investieren muss, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, ich sag so, ich gehe so frech raus und sage, wer es bei uns nicht hinkriegt, wird es nicht hinkriegen. Und jetzt kann jeder natürlich sagen, ja, das sagen alle, aber Martin hat es jetzt gesagt, okay, ist natürlich, dass er da gerne mit Leidenschaft über ATT spricht. Man hört, er hat es jahrelang selber probiert. Jetzt hat er es geschafft, dass er jetzt in einem anderen Level tradet. Auch Stefan, auch Janis, auch alle anderen im Team. Das sind ja alles Schüler, das sind ja alles ehemalige Schüler, die jetzt ihr Wissen weitergeben, die noch vertiefend lernen müssen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben eine Vermögensverwaltung, die positiv läuft. Wir haben einen Signaldienst, der transparent und offen gezeigt wird, den man nachverfolgen kann, der im Plus ist, der am Anfang des Jahres Schwierigkeiten hatte, klar, weil natürlich der Markt nicht da ist, aber trotzdem kein Schaden angerichtet hat und trotzdem weiterläuft. Auch im Copy, wir verstecken uns da nicht, wir sind offen und sagen, ist gerade eine Drawdown-Phase im Copy, aber ist auch nicht das Konto vernichtet worden, wie zum Beispiel die Konkurrenz, die das gemacht hat, die in 6 Monaten die Konten verbrannt hat, dass sogar die BaFin die Lizenz entzogen hat. Da sieht man, und da auch jemand, der sagt, ich bin seit 20 Jahren an der Börse, aber mein Team, das sind Leute, die vor 3 Jahren angefangen haben und besser traden als all die anderen. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass der Ali der Meistertrader ist und er stellt sich hin und sagt, ich bin der Beste, sondern Leute wie Stefan, wie Martin, die auch als Anfänger hergekommen sind und es geschafft haben, aber weil sie es wollten. Und daran, das ist der Punkt, egal wie gut der Lehrmeister, der Mentor ist, der Unterricht ist, am Ende muss man wirklich sagen, das ist ein harter Beruf, den muss man wirklich hinsetzen und sagen, ich habe das Sitzfleisch, ich will es lernen. Auch in dieser schwierigen Phase, die Schüler, die im Jänner oder im April angefangen haben, machen gerade diese schwierige Phase durch, wo es nicht einfach ist zu handeln, aber sie wissen, okay, da muss man durch. Und da muss man einfach
dranbleiben. Wenn man den Traum leben will, muss man auch diesen gehen. Und anstatt den ganzen Tag zu sitzen und in YouTube irgendwelche Leute anzuschauen, die da irgendwelche Videos irgendwo drehen und sagen, hier mein Auto, hier mein Boot und bla bla, in Wirklichkeit alles geleast und gemietet. Und am Ende sind es teilweise sogar minderjährige Leute, die Pickel auf im Gesicht noch haben und denen das zu glauben, nicht einmal ein Konto haben dürfen. Also muss man sagen, wir schaffen es nicht, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen, obwohl wir ein Unternehmen sind, weil wir jeden Tag handeln. Damit man mal ein Bild kriegt, was bedeutet professioneller Handel, schaut man mal ganz kurz auf meinen Laptop, Stefan. Was Martin ja auch vorgezeigt hat. Ich will jetzt nur ein paar Sachen zeigen, den Rest schauen wir uns dann am Nachmittag an, bevor meine Stimme jetzt wieder ganz weg ist. So, ich hoffe, jetzt sieht man meinen Schirm. Geht bestimmt gleich los. Da haben wir ihn alle, ja, richtig. Also das sind ja Werte, die ich ja schon mehrmals gezeigt habe, wo ich Zukäufe gemacht habe, wo ich schon länger dabei bin, ja, die laufen, die man sauber verwalten muss, wo man weiß, wo man den Stopp setzt, wo man die Teilverkäufe macht, damit man auch da Geld mitverdient. Das ist eines der wichtigsten Punkte, was man hier macht. Ja. Die Verwaltung eines Trades, das ist das, was wir vor allem, worauf ich viel Wert lege, dass man nicht da 3, 4 Punkte mitnimmt und sagt, hurra, raus, ein CAV von 1:1, sondern man nimmt so viel wie möglich von der Bewegung mit. Und das sieht man dann anhand der einzelnen Aktien, dass man zum Beispiel, wenn man das sauber gehandelt hat, hat man natürlich auch hier die Tiefs erwischt. Ja, und jetzt, die meisten Anfänger sind schon hier wieder dann draußen, werden schon hier draußen. Wir sind hier die ganze Bewegung hier mal mitgenommen. Natürlich jetzt mal eine Gegenbewegung. Stopp ist im Gewinn abgesichert. Wir haben einen Teilverkauf schon hier. Und jetzt lasst man das laufen und schaut, was passiert hier. Ne? Aber wenn ich den Stopp falsch gesetzt hätte und der läuft jetzt wieder in die eigentliche Richtung, dann ist es klar, dass am Ende ich wieder nichts mitverdiene. Ja, und solche Bewegungen nehme ich natürlich nicht mit, wenn ich da im Minutenchart unterwegs bin. Das ist ja alles auf Tagesbasis. Ja. Oder Beispiel. Ja, da muss man schon ein bisschen schieben. Das ist das Problem bei Margina, dass der Chart manchmal sich verschiebt. Da sehen wir ja auch solche Bewegungen. Ne? Das sind hier, wenn wir uns das anschauen, prozentuell zum Beispiel, nur dass man ein Bild davon hat, bis zum aktuellen, sind wir weit über 40, glaube ich, schon drüber, 40% drüber. Ja, knapp fast 40% haben wir schon da an Profit gemacht. Und das kann man natürlich nur dann machen, wenn man weiß, wie man den Trade verwaltet und eben das genau für Berufstätige ist die ideale Art und Weise, so die Trades zu verwalten, damit sie eben nur einen gewissen Zeitaufwand haben am Tag, weil für sowas brauche ich am Ende des Tages eine Minute, weil ich muss ja nur hingehen, den Stopp auf Trend verwalten oder, wie es am Anfang war, auf Bewegung, auf Tag, das dauert natürlich nur am Ende des Tages, dass ich den Stopp nachziehe, aber da hinzukommen, das braucht Zeit, Leute. Ja, deswegen sitzen wir nicht hier und sagen, kommt her, macht die Ausbildung, ihr könnt es sofort. Das wird lange dauern, bis es soweit kommt, solche Trades zu machen, solche Bewegungen auch mitzunehmen. Oder Beispiel, nächste Aktie. Ich handle hier jetzt andere Produkte. Wer zum Beispiel sagt, ich kann jetzt diese Aktien ja nicht handeln, weil ich habe nicht das Kapital dazu, hat JFD zum Beispiel ja auch genau diese Aktien ja auch im Portfolio als CFDs und der Unterschied ist da, kann man eben diese Aktien handeln, die, wo wir es auch getestet haben, die Kurse sind 1:1 und darauf muss man auch echt Acht geben. Wenn man CFDs von Aktien nimmt bei einem Broker, sollten die wirklich den Kurs widerspiegeln. Deswegen sollte man das auch immer vergleichen und deswegen haben wir auch nur Partner bei uns, wo das so ist, also weil die Frage auch kommt, wie soll ich das handeln, wenn ich keine Aktien handeln kann. JFD bietet diese Aktien auch an. Ich glaube, es sind über 700 Aktien, die da teilweise angeboten werden. Das reicht ja auch, mehr handeln wir ja auch hier nicht. Und die kann man dann dort auch 1:1 handeln. Ist eben halt dann ein CFD, der nicht direkt an der Börse gehandelt wird, so wie hier die Aktie, aber dafür eine ganz andere Kostenstruktur. Und das ist ja auch ein Punkt, womit sich die Anfänger auch auseinandersetzen müssen, die Kostenstruktur. Jeder sagt immer, boah, der alle handelt der Futures, ich möchte das auch machen. Dazu muss man ja mal überhaupt sagen, da muss man dementsprechend großes Konto haben. Dazu muss man auch zweitens dementsprechend auch die Gebühren bezahlen müssen. Also als Vergleich, wenn wir jetzt nur nehmen, ich öffne 2 DAX-Futures, kostet mich der Punkt mal 25 Euro, also den Verlust muss man mal einkalkulieren.
kostet mich nur das Öffnen schon mal hier 4 Euro. Im Vergleich dazu zahle ich 20 Cent bei GFT. Ne? Also das muss man auch irgendwo in Relation setzen. Deswegen nutzt es mir ja dann nicht, wenn ich 2, 3 Punkte dann mitnehme. Und das auch das Kapital dazu zu haben. Also ich habe mit CFDs angefangen, als ich gestartet habe. Und dann erst, wie mein Konto und die Erfahrung auch dann da waren, habe ich mit Futures angefangen. Also da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein als Anfänger. Und da gibt es auch Herrschaften, die sagen, kommst zu mir, machst einen Kurs und wir handeln Futures. Das ist echt geisteskrank, einen Anfänger Futures in die Hand zu drücken, weil dann verbrennt sich jeder nur das Konto und das war's. So, ich schaue mal, wenn Fragen. So. Gut, das ist eh das müssen wir dann später die Fragen alle beantworten. Es sind so viele, ich komme schon gar nicht mehr mit. Kann nur die aktuell sind, gerade rein beantworten. Ja, also diese Trades, wie gesagt, das ist alles auf Tagesbasis. Die werden einfach am Anfang in Stunden Einstieg gesucht, dann auf Tagesbewegung gehandelt, also verwaltet. Und dann mit der Zeit steige ich dann um, mache den Trendhandel draus. Weil dann brauchte ich nur noch weniger Zeit. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei dem Wert brauche ich nichts machen, der Stopp liegt da drinnen. Sollte der da drunter gehen, kann ich den Stopp erst wieder hinterherziehen und dann auch dann unten noch vielleicht einen weiteren Teilverkauf machen. So, das wäre es mal von mir, weil ich jetzt schon meine Stimme versagt wieder. Ich gebe wieder an Stefan ab. So, ich kann auch noch mal kurz reingrätschen. Ali, danke für die Infos an der Stelle. Genau, Udo Franz, genau, ihr habt das soweit mitgenommen, verstanden. Ja, die Botschaften, die der Ali hier so zum Besten gibt, wie gesagt, ist meines Erachtens elementar und wichtig, eben auch da ein Stück weit eben sich auch abzugrenzen von anderen Marktschreiern. Und man muss, wie gesagt, auch hier immer wieder auch mal die Lanze brechen und sagen, hier, das ist etwas, womit man sich auseinandersetzen kann. Am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Geld investiert in ein Buch, in ein Seminar, in ein Webinar. Wo ich anfing, gab es sowas gar nicht. Da gab es eine Live-Veranstaltung in Frankfurt, wo Robin Williams, wollte ich schon sagen, wie heißt der gleich? Mr. Williams, RSI-Indikator auf jeden Fall, da ein Seminar gemacht hat, eingeflogen wurde und da hat der Platz 10.000 Euro gekostet in dem Seminarraum für einen Tag. Und damals, wie gesagt, gab es so viel gar nicht, das ist alles wie heute. Man ist schon überdrüssig an den vielen Webinaren und in den vielen Veranstaltungen, weil man eben auch viel zu viele Informationen bekommt und da auch ein bisschen Auslese betreiben muss, das ist ganz klar. Also da können wir nur immer das darstellen, was sozusagen aus dem Geiste und aus dem Entwicklung von ATT Trading kommt und wir als JFT, als Handelspartner sehen da eben auch unseren Auftrag, da Aufklärung zu betreiben und das muss man schlichtweg auch tun. Ja, wir können natürlich auch um 5 Minuten und 1 Minuten Chart hier rumscalpen und zeigen, wie toll oder es nicht toll läuft, aber es ist auch wichtig, ein Stück weit Rahmeninformationen immer mitzuteilen, ganz, ganz klar. Ich gehe mal kurz auf die Frage noch, bevor dann Stefan nochmal Action machen kann, ob der Markt überhaupt was hergibt. Gisbert in Sachen Trading-Roboter. Ganz großes Thema, also ich sag mal gerade der MetaTrader 4 wie 5 mit seinen Expert Advisern und dem halb-vollautomatisierten Handel natürlich ein Riesenthema. Deswegen wird der MetaTrader auch sehr, sehr gern genutzt, weil man eben mit den Robots viel, viel machen kann. Das ist ganz klar. Wir haben auch bei uns den Dr. Stefan Friedrich Rowski, der hier auch ja für unsere Vermögensverwaltung auch eigene EAs jetzt mittlerweile mitentwickelt und auch unseren Quantforscher aus der Schweiz, der da noch am Start ist und. Grundsätzlich sind die Robots ein Riesenthema. Hochfrequenzhandel ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber schaut euch die Nasdaq an, da läuft alles komplett automatisiert und es ist natürlich hier die Kunst, da ein Stück weit mitzuschwimmen. Der Mensch selber ist aber immer noch eine Instanz, die eben jetzt von den Robos insofern noch nicht geschlagen werden kann. Wir werten mal ab, was die künstliche Intelligenz in den nächsten 10 Jahren noch so machen wird. Aber grundsätzlich allein schon der halbautomatisierte Handel, ja, ist ein Riesenthema. Auch die Add-ons, die wir bei MetaTrader anbieten, automatische Trailing Stops oder den Stay Trader als solches. Also es gibt viele Tools, die man sich sozusagen schon in Form eines Robots auf den MetaTrader setzen kann, die den Handel enorm vereinfachen, schrägstrich einem hier enorm viel abgeben. Das fängt ja auch schon mit dem klassischen Mini-Terminal an, wo man mit einer Order gleichzeitig Take-Profit und Stop-Loss setzt, was vor 10 Jahren noch gar nicht so üblich war, ist heute aber auch schon völlig normal und faktisch muss man aber auch sagen, Trading-Roboter generell, also automatische Geldmaschinen,
gibt es in der Form nicht hier. Wir haben, wie gesagt, bei uns ein eigenes Forscherteam im Haus und es gibt Robots, die profitabel sind, aber die sind es auch nicht für immer. Das heißt, man muss Forward-Testing und Back-Testing betreiben, man muss Parameter anpassen, man muss hier an dieser Stelle sagen, die eierlegende Wollmilchsau, um es mal so auszudrücken, gibt es schlichtweg nicht. Es gibt keinen Roboter, der nur Geld verdient. Man muss hier genauso auch wie das klassische diskretionäre Trading von AT&T, die das dann wirklich manuell ausführen, da wird manuell gescreent oder habt ihr teilweise, das wäre jetzt eine Frage auch an Stefan, hier auch gewisse Add-ons, ich weiß ja, dass der AginaTrader auch oder auch andere Softwareplattformen hier sozusagen Features bieten, um Einstiegssignale zu generieren. Nutzt ihr sowas oder seid ihr da das klar diskretionär geschulte Auge? Nein, wir nutzen keine Add-ons. Also, okay. Wie gesagt, es gibt natürlich, ich sitze ja sehr viel mit Leuten aus der Branche, aus größeren Banken und Fonds zusammen, weil ich auch von dort komme. Mhm. Ich habe auch ohne unterrichtet und gearbeitet, auch in der Bank. Die haben solche Programme, die aber ein gewisses Money Management haben und natürlich auch eine gewisse Summe nur zur Verfügung haben. Man kann sich erinnern, vor 3 Jahren war King's Trading eine Investmentbank, die es seit fast 80, 90 Jahren gibt, die ist an einem Tag bankrott gegangen, weil so ein Roboter eben einen Fehler drin hatte, den sie dann freigeschaltet hatten unabsichtlich und der hat das ganze Geld an der Börse innerhalb einer Stunde verloren. Die mussten aufgekauft werden, damit man sie rettet. Das sind schon sehr extreme Programme, die es da hinten gibt. Und es gibt halt natürlich, man kann was kurzfristig programmieren, auch so wie du es auch sagst, richtig, was auf den Markt gerade zugeschnitten ist. Aber die Software sind nicht so weit, dass man das natürlich anpassen kann an jede Situation. Das kann halt einfach nur der Mensch. Und diese ganzen Add-ons natürlich, die zum Beispiel auch Agena hat, ja, wir nutzen eine Agena als Screening-Software. Auch ich habe zum Beispiel, kann ich auch am Nachmittag gerne zeigen, noch eine andere Software, vor allem noch einen weiteren Broker, also ich benutze mehrere Broker, die sind aber sehr teuer, deswegen kann ich das auch zeigen, weil das sollte keiner von den Kunden hier nehmen. Und da gibt es all diese Sachen nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Und wenn ich bei Machina ein Add-on nehme, dann muss ich mich fragen, wieso gibt es die Leute, die diese Add-ons verkaufen, bis jetzt nicht erfolgreich unterwegs sind und auch bei den Live-Trainings oder sonst bis jetzt das nicht zeigen konnten, weil es einfach viel zu viele Punkte sind, wie zum Beispiel das Volumen, der Gesamtmarkt, die Situation, all die Sachen werden da nicht hineingenommen. Deswegen haben wir uns auch nicht hingestellt und gesagt zu Agena, okay, wir programmieren auch ein Add-on, das funktioniert nicht. Für Screenen reicht's. Da ist es echt ideal, das muss man klar sagen, aber vieles andere ist natürlich ein Problem, ja, dass man sagt, es kostet natürlich, Software kostet dort, Datenfeed kostet, aber wir haben gerade keinen Bildschirm, heißt das, Entschuldigung. Gehen wir dann nochmal auf den Bildschirm, Martin, damit wir nicht ganz leer sind. Das stimmt. Ich hatte bei mir meinen Screen drauf und habe das völlig runtergeblendet. Ich dachte, da wäre noch Action zu sehen. Sehr gute Info an der Stelle, sehr aufmerksam, richtig. Ja. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen was erleben. Ja, wir werden gleich nochmal auf dem Schirm. Ich bin kurz jetzt in den DAX reingegangen, damit ich das mal kurz zeigen kann. Dann schauen wir uns auch kurz bei mir die Software an, die lade ich gerade hoch. Die kann ich nicht vor allen machen, weil man dann sonst die Kontonummer und alles sieht. Sekunde. Das gibt es natürlich auch dort, dass man Sachen sich programmieren lassen kann. Finde ich alles unnötig. Rein mit dem Augescreen, mit der Übung, also ich persönlich brauche, um meinen gesamten Markt, aber es beinhaltet den deutschen Markt, den amerikanischen Markt, ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden, um den zu screenen. Dann mache ich mir meine Ordner, wo ich die Werte reinstelle. Dann brauche ich die nur noch zu betreuen und das war's. Also das ist nicht so kompliziert. Dafür irgendein Add-on oder irgendwelche Programmierungen zu machen, ich kann es nicht. Kann man sich machen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch genau funktioniert, aber ich will es immer so einfach wie möglich alles halten. Also, wessen Desktop ist das gerade hier? Stefan. Das ist von mir. Martin. Martin. Genau. Was ist DAX? Genau. Wer Martin macht, wir machen ja die Trades ja auch alle gemeinsam, also damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, weil die Frage ist, wie screens ihr, wie arbeitet ihr zusammen? Also bei uns, wir gehen ja später drauf eher ein, wenn wir können jetzt drüber sprechen, weil jetzt gerade am Markt echt tote Hose ist. Unsere Sessions sind ja auch so, dass wir mit den Schülern montags das Screening machen,
die Werte besprechen dienstags genauso und schauen uns laufende Trades an, gehen die miteinander durch. Mittwochs ist jetzt so, dass wir zusätzlich zum Psychologietag auch noch das Live-Training der Schüler nehmen, das heißt gemeinsam im kurzfristigen Handel unterwegs sind. Und auch donnerstags vor allem der Fokus ist, dass wir traden, also so was wir jetzt hier machen mit GFD, ist das, was wir donnerstags nachmittags und abends mit unseren Schülern machen, wo wir gemeinsam den Markt screenen, also die Ausbildner und auch die Trades von den Ausbildnern kommen mit Erklärungen, dass man da mal sieht, okay, wie wird da gehandelt. Und jetzt, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den DAX rein, war das nur kurz im Orderbuch was zu sehen und wir sehen, dass da die Hochs nicht genommen werden. Da wird natürlich das Money Management angepasst. Man sieht es auch bei Martin, keine große Size. Wir wollen nur mal schauen, dass man reinkommt, weil auch natürlich, wenn wir sagen, wenn wir schon Live-Training machen, probieren wir es zumindest hier. Es gibt keine Ziele nach oben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es eher nach unten geht. Und deswegen kann man es probieren. Wir nehmen auch ich nehme eine kleinere Size, probiere hier nicht wirklich große Summen reinzustellen. Ist aber auch bei mir genauso wie Martin gerade plus minus null, also nichts passiert. Und das lasse ich jetzt laufen. Stopp liegt so auch genau wie bei Martin. Und lasse ich jetzt mal laufen und schauen wir, was dann am Laufe des Nachmittags passiert. Weil jetzt ist gleich 11 Uhr. Ich bezweifle, dass wir heute noch vor 14.30 Uhr, also 15.30 Uhr, überhaupt noch Bewegungen sehen werden. Wenn wir viel Pech haben, sogar zum ersten Mal in unserem Live-Training gar keine, da können wir es nicht erzwingen. Das ist das Einzige, was sich hier jetzt ergeben hat, dass man das auch mal sieht. Und das, wenn man schon den Trade macht, muss man, wie gesagt, sofort schauen, dass man auch sein Money Management dementsprechend noch anpasst. Also keine großen Summen da hineinlegt, nur um schnell irgendwie in den Markt zu kommen. Die Herleitung des Trades, wo wir gerade sehen, wäre vielleicht ganz interessant. Also wir haben jetzt verschiedene Trading, also einmal Martin sein Desktop, danke an der Stelle. Jetzt ist, glaube ich, Stefan wieder seiner dran. Du hast auch gesagt, sag ich mal, dass du auf deiner Seite abgefeuert hast. Die Herleitung des Trades wäre jetzt nochmal sicherlich so ein Stück weit interessant. Lass uns das doch mal erörtern. Ja, für also, mich war also, ja, kann Stefan auch sagen, warum er es macht, dann sage ich, ich habe es ja eh schon erklärt. Also ich bin jetzt hier schon seit ungefähr einer halben Stunde drin, sage ich mal. Ich habe meinen Stop anders gelegt, sehr eng, wie gesagt, Copy Trading, sehr kleine Position, weil wir auch darauf aus sind, große Bewegungen mitzunehmen und im Hintergrund läuft ja sehr, sehr viel Geld hier angeschlossen an dem Konto. Ja, ich habe meinen Stop ein bisschen enger gesetzt, weil ich einfach ja das Ganze jetzt hier nicht da oben drüber liegen würde, kann man machen, wie man möchte. Ja, also wir sind hier oben über die Hochs nicht drüber gegangen. Wir sind am Allzeithoch, ja, insgesamt, sieht man ja. Dann ist es natürlich auch ein bisschen tageszeitenabhängig. Das heißt, jetzt direkt nach der Eröffnung ging es ein bisschen nach oben, aber dann ging es hier halt nur kurz über diese Hochs drüber und hat dann hier wieder Schwäche gezeigt. Also das ist, muss man trotzdem sagen, ein sehr, sehr spekulativer Trade. Und auch also ich will nicht sagen ohne Setup, aber so ein richtig ganz klares Setup haben wir hier im Moment nicht. Es ist wirklich die Spekulation. Du kommst eng rein, ja, und versuchst halt eben die Bewegung mitzunehmen. Und du siehst ja auch hier, das Ganze will im Moment nicht nach oben. Ja, es kann sich natürlich noch ändern. Aber man muss es natürlich auch in solchen Phasen immer wieder probieren. Und dann ist man auch dabei, wenn der Markt sich auch mal wieder bewegt. Also von einem Setup, von einem richtigen Setup kann man jetzt hier nicht sprechen. Wie gesagt, das ist eine Bewegung, das ist die zugehörige Korrektur. Da ging es dann hier über die Hochs drüber, hat dann gedreht. Müssen wir schauen, was daraus wird. Ich habe jetzt nicht so ein gutes Gefühl, sage ich mal. Aber wie gesagt, man muss es immer wieder auch mit kleinem Risiko probieren. Und so ist meine Einschätzung. Sollte es hier oben drüber gehen, dann ist es sowieso vorbei. Wie gesagt, wir sind am Allzeithoch. Und ja, Ali kann ja gerne auch noch sagen, wie er das ja, gesehen das hat. Wir haben das alle unabhängig voneinander gemacht, muss man sagen. Wir haben uns nicht abgesprochen oder so. Deswegen bin auch ich jetzt erst rein und Stefan ist ja schon länger drinnen. Ich sage auch dazu, das sind solche Trades, wo es aufgrund des Stopps sich rentiert. Das ist auch so wie der Nasdaq, den der Stefan ja gestern auch gemacht hat, dass man sagt, da ist zwar jetzt nicht das Setup, was wir so haben. Deswegen muss man ja auch lernen und ein bisschen mit dem Markt konform sein und wissen, wie das funktioniert. Und da war eben dieses Hoch, was kurzfristig im Nasdaq rausgeholt worden ist. Und da ist der Stefan ja auch genauso short gegangen, weil das Potenzial nach unten größer ist und der Stopp sich rentiert hat.
hat sich das am Ende ja auch mit dem ersten Teilverkauf ja schon rentiert. Jetzt ist er plus, also es ist abgesichert, es kann ja hier nichts mehr passieren. Ich habe das mit den Schülern so gemacht, dass ich den dann mitgenommen habe, also nicht mehr laufen lassen konnte, weil ich ja nur ein Stück hier gemacht habe und für mich privat aber auch mitgehandelt habe. Und das sind halt verschiedene Setups, wo man sich ein bisschen an den Markt anpassen muss. Da geht es eher nicht einfach blöd hineintreten, sondern eine Erklärung dazu, das Money Management angepasst und dann dementsprechend natürlich das Chance-Risiko hier wahrzunehmen. Okay, es kam eine Frage. Okay. Also danke für die Index-Einschätzung an der Stelle. Australdollar, Neuseeland-Dollar, wir hatten vorhin noch eine Frage, die habe ich jetzt mal so rausgefischt. Euro-Cut wäre auch nochmal eine Option, das hat ja vorhin der Martin schon gehabt an der Stelle. Australdollar, Neuseeland-Dollar ist ja, ich sage mal, mehr ein Minor-Pair, also sage ich mal ein Exotic-Pair jetzt nicht ganz, weil da zwei Majors drin stecken, aber ist ja eher ein weniger gehandeltes Währungspaar. Da kam vom Udo vorhin die Frage, was seht ihr da was? Ist das was, wo für euch jetzt interessant wäre oder würdet ihr da gewisse Levels abwarten oder wenn ja, dann welche? Ja, auf Tagesbasis sehen wir hier den Abwärtstrend. Korrektur ging dann nicht mehr tiefer, ist dann stark nach oben gegangen, dreht jetzt aber wieder an den Hochs. Das heißt dementsprechend eigentlich der Abwärtstrend auch noch intakt. Gab hier einen Fehlausbruch, dementsprechend auch kein deutliches Gegensignal. Wenn wir uns das weiter unten anschauen, sieht man hier aber trotzdem die deutliche Stärke und hier trotzdem aber auch wieder die deutliche Schwäche. Ja. Bisschen korrektives Verhalten. Also wenn sich hier wieder ein deutlicher Abwärtstrend bildet, wäre ich eigentlich dabei, auch wieder short einzusteigen. Aber bevor das nicht passiert, würde ich hier nichts machen. Das heißt, man hätte auch die Möglichkeit, jetzt pauschal reinzugehen mit einem etwas weiteren Stop. Das würde sich jetzt nicht besonders rentieren und wäre auch ein bisschen gefährlich, weil wir ja auch wirklich eine starke Aufwärtsbewegung haben. Nicht nur hier, sondern auch hier. Ja. Und da würde ich jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, das wäre es dazu. Läuft natürlich auch ein bisschen, muss man hier immer das Gold auch mit betrachten, wenn man australische Dollar und Neuseeland-Dollar handelt. Und ansonsten, ja, zeigt aber im Moment wieder deutliche Schwäche, kann man also beobachten. Mhm. Hier haben wir noch so ein bisschen so eine Art größeren Aufwärtstrend, kann man sagen. Und das wäre dann vielleicht hier die Korrektur. Vielleicht geht auch die Frage dahingehend, ob man das long könnte. Und dann würde ich sagen, kann man probieren, aber dann erst hier oben über diesem Hoch. Ja. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in diese Seitwärtsphase oder was das ist. Und dementsprechend erstmal nichts zu tun. Was war das nächste Paar? Also Eurocut hat ja der Martin schon besprochen. Vielleicht hat noch ein anderes Webinar, sag ich schon, ein anderes Underlying, ein anderes Währungspaar, also Neuseeland-Dollar, US-Dollar kommt gerade rein vom Jan, wäre eine Frage. Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Kiwi sozusagen. Hier. So, die Frage ist natürlich wahrscheinlich immer, wie sehe ich den Wert, oder? Exakt. Ja, hier im Moment kann ich jetzt keinen besonderen schönen Trend erkennen, muss man sagen. Das Ganze ging von oben nach unten, eine Korrektur ging jetzt nach oben. Das heißt, hier könnte ein Durchbruch kommen. Hier hat man noch so kleinere Trendgrößen dazwischen. Die wurden aber rausgenommen. Auf Stunde sieht man einen sehr schönen Abwärtstrend. Den kann man immer wieder auch für Short-Einstiege nutzen, wenn das an die Hochs geht. Ja, niemals so wirklich versuchen, an den Tiefs einzusteigen. Das ist echt gefährlich. Vor allem, wenn man an solchen markanten Punkten angekommen ist. Und dementsprechend würde ich hier erstmal darauf warten, dass das Ganze wieder an die Hochs geht und dann eventuell wieder Schwäche zeigt. Ja, sehr gut zurückgekommen bis dato. Sehr weit in der Korrektur, sagt der Jan. Du würdest aber eben hier folge dem Trend sozusagen, knallhart. Folge dem Trend. Also ich. Wir haben jetzt hier ein markantes Tief angelaufen. Das heißt, es kann auch sein, dass es mal ein bisschen stärker nach oben geht wieder. Ja. Aber ich sehe jetzt hier noch kein Signal oder irgendwas. Also wir müssten jetzt wirklich dann auf einen Aufwärtstrend warten. Ja. Und im Moment sind wir noch deutlich abwärts gerichtet. Und wie gesagt, da würde ich erst wieder shorten, wenn die Hochs angelaufen werden.
Martin, hast du noch ein Währungspaar vielleicht so aus der zweiten Reihe oder wie viele Währungspaare scannt ihr bei ATT generell eigentlich? Gibt es da so ein Limit? Also handelt ihr zum Beispiel auch mexikanischer Pesos gegen US-Dollar oder sowas, sage ich jetzt mal. Also wir handeln hauptsächlich. Okay, Martin kann das gerne beantworten. Also wir handeln hauptsächlich die Majors, aber wir werfen natürlich auch dann einen Blick auf die anderen Währungspaare, die auch interessant sind. Aber ich denke mal, das sind ungefähr, unter dem Strich sind das circa 30 Währungspaare, die wir dann Macht immer Sinn. im Blick haben. Macht Ja, absolut ein Sinn. interessantes Währungspaar hätte ich. US-Dollar CAD ist etwas, worauf ich dann doch immer wieder einen Blick drauf werfe, weil ich finde, in Form von einem Trend her finde ich das relativ sauber. Ich achte dann immer so bei den. Kannst du zu mir schalten? Oder ja, genau, bei Stefan reicht das auch. Ich finde immer auch, dass man ein bisschen auf die Ästhetik achten sollte bei den Trends. Je schöner die Trends verlaufen, desto einfacher ist meistens dann auch untergeordnet, wie hier in der Stunde dann ein Einstieg zu finden und desto dann sauberer die Trends verlaufen. Und das ist natürlich auch ein bisschen etwas, worauf ich dann immer Wert lege oder worauf wir bei ATT Wert legen, dass die Trends dann auch schön verlaufen und dass das auch von der Ästhetik her auch zu uns passt. Weil wenn das alles ein bisschen lange Lunten, Dochte und alles ein bisschen durcheinander ist und viele Innenstäbe, macht das natürlich die Sache auch um einiges schwieriger, da auch einen schönen Trade abzusetzen, und vor allem, da wir ja besonders sehr, sehr großen Wert auf die Verwaltung der Trades legen und versuchen ja auch, wie gesagt, das habe ich bereits schon erwähnt, auf die Verwaltung der Trends großen Wert legen, ist das natürlich auch wichtig, dass wir da auch möglichst schöne Stoppspunkte haben, wo wir auch die Stopps nachziehen können, wo wir auch sehen, okay, da könnte Bewegung stehen, da können wir einen Stopp nachziehen. Da ist es sinnvoll, überhaupt einen Stopp nachzuziehen. Da ist ein Trend, da ist eine Korrektur, da ist eine Bewegung. Also ist das ist für uns auch sehr, sehr relevant, muss ich sagen. Wichtiger Punkt, US-Dollar-Cut. Thorsten schreibt gerade rein, große Fragezeichen. Den Looney hatte ich gestern bei mir im JFD-Devisenradar auch immer erst. Ist ja auch schön, weil auch der Stefan vorhin sagte, gerade Australdollar, Gold, Rohstoff immer ein Thema. Kanadischer Dollar, Öl immer ein Thema, ganz wichtig. Genau wie bei der norwegischen Krone in dem Kontext. Mich würde mal deine Einschätzung zum US-Dollar-Cut interessieren. Ich selbst, wie gesagt, habe gestern erst den Wert gecovert. Bin mal gespannt, was du da ableitest. Oder hast du da einen Trade gerade laufen oder planst du da vielleicht was? Das wäre optional ganz interessant. Ja, ich plane einen Trade, also der ist ja auf Tag, der Abwärtstrend ist deutlich zu sehen. Deswegen ist er für mich abwärts gerichtet, und jetzt suche ich mir hier auf Tag, auf Stunde natürlich ein Signal. Ist für mich hier noch nichts gegeben. Also der letzte Hoch wurde dann überschritten, zwar nicht signifikant, da hat er deutlich an Stärke verloren. Jetzt bewegt er sich nach unten. Also wenn er jetzt das letzte Tief nimmt, hier bei 1,2454, hätten wir ein erstes kleines Gegensignal, wo wir sagen, okay, da könnte es natürlich wieder in Short-Richtung gehen. Aber ich würde dann noch natürlich ein bisschen abwarten, bis er wirklich dann auch die 1,2412, aber genau diesen Bereich rausnimmt, und dann würde ich mir versuchen, dann vielleicht entweder einen Trend zu suchen oder vielleicht aus der Korrektur das dann zu handeln. Also ich brauche dann einmal bei sowas, ist natürlich, das könnte sich ja auch so eine Range entwickeln, dass er ein bisschen in die Seitwärtsphase dann rein rutscht und dann immer so die ganze Zeit dann vor sich hin dümpelt. Deswegen wäre für mich wichtig, dass er wirklich dann die 1,2412 nach unten verlässt, und das wäre für mich wirklich ein signifikantes Zeichen der Schwäche, und dann würde ich versuchen, dann nach ein Signal zu suchen. Also wie gesagt, entweder also so ein P2-Handel, wie wir sagen, oder halt aus der Korrektur heraus. Also das erste Signal, was jetzt kommen würde, jetzt in der Stunde, wäre für mich ein bisschen zu schwach. Also das würde ich jetzt nicht wahrnehmen, weil wir uns auch hier, wie gesagt, sehr gut, sehr schön in den Innenstäben befinden, und alles, was in den Innenstäben ist, ist natürlich immer schwierig. Kann man sicherlich machen, klar, sicherlich, aber man läuft natürlich die Gefahr, dass der Kurs dann wieder in diese Range quasi, in den Außenstab wieder zurückfällt, und dass man natürlich dann ja, ausgestoppt wird. Das ist dann schade. Deswegen warte ich lieber, bis er wirklich dann diese Seitwärtsgeschichte verlässt, und suche mir dann nach einem schönen Einstiegssignal. Aber du würdest jetzt schon auf einen schönen Short lauern, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist der Wert, also ich gehe dann immer nach dem Tageschart. Wenn der Tageschart für mich
Short ist, dann suche ich mir auch untergeordnet natürlich auch Short-Signale. Natürlich kann man auch mal hier, hätte man hier in die Korrektur handeln können von der Abwärtsbewegung, klar, ist natürlich aber auch eine gefährliche Sache. Also wenn man gegen den großen Trend handelt, ist da natürlich auch, ist das natürlich ein bisschen gefährlicher, als wenn man mit dem Trend handelt. Also da fühle ich mich persönlich dann immer wohler, wenn ich sage, okay, der große Bruder quasi ist dann auf meine Seite und es zeigt in meine Richtung, da suche ich mir lieber dann untergeordnet dann was Kleineres. Und das ist ja so, das ist hier jetzt der Tageschart ist quasi so unsere Autobahn, da geht es halt, der zeigt ja die Richtung an und alles drunter sind quasi so Landstraßen, da suche ich mir halt die Signale. Na, das hast du aber mal schön runtergebrochen hier, schön versinnbildlicht an dieser Stelle. Das ist richtig. Und Thorsten, nee, das sieht nicht nach einem Aufwärtstrend aus. Also ich sag mal, das ist jetzt gerade ein Level, wo ich da auch eben gestern den Looney, wie er auch in Währungskreisen heißt, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar auch im Fokus genommen habe, weil das ist jetzt hier schon ich nenne es mal Preis-Action-Zone. Also man sieht hier wirklich, da ist Relevanz in der Zone. Ich will es nicht auf den Pip genau machen oder auf die Pipette, aber man hat gesehen, da ist Interesse am Markt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ob er abdreht, was von der Wahrscheinlichkeit her wohl eher zu befürworten ist oder die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass das passiert, nur wissen wir es alle nicht und wie auch Martin gerade sagt, wir sind da auch in den Innenstäben gerade drin, das heißt, hier plätschert das hin und her, es kann immer mal wieder zu kleinen Schnipper kommen, aber wenn der Daily Close noch nicht außerhalb der Stäbe ist, dann ist das Wischiwaschi und hier wird auch viel Geld verloren in solchen kleinen Ranges, weil man immer wieder mal abgeholt wird, stopptechnisch. Und hat ja Martin auch richtig gesagt, hier die Ruhe zu bewahren und trendfolgend wäre der Short hier zu favorisieren. Aber natürlich, so wie das jetzt hier aussieht, kann es, aber da müssen erst die letzten Hochs signifikant rausgenommen werden, wie es jetzt der Martin auch schön zeigt, hier Ende August das Hoch und dann auch noch insbesondere Mitte August. Also das sind einfach Hochpunkte, wenn die nicht geknackt werden, dann hat der Markt hier per se noch nichts in einem Aufwärtstrend verloren. Das ist rein korrektiv. Man sieht das hier auch sehr schön, das ist ein Flow wie ein Wasserfall nach unten und das jetzt ist eben eine kleine Strömung nach oben und ob das natürlich eine Trendwende wird, das bleibt mal abzuwarten, aber da man ja mit den Wahrscheinlichkeiten spielt und die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung ist einfach mal höher, dann sollte man eben hier mitgehen, weil viele, und das ist jetzt auch ein interessanter Punkt, gehen oder wollen immer am Tief sozusagen kaufen und am Hoch verkaufen oder eben dann immer, sag ich mal, die Umkehrpunkte erwischen, ja, für neue Bewegungsmanöver. Das ist aber natürlich weniger zielführend, weil wann trifft man schon mal genau das Tief oder Hoch zum Exit oder auch zum Entry jeweils der Long- oder Short-Ausrichtung. Das heißt, hier ist so ein reiner Trendfolgegedanke, dem ja auch ATT auflegt, mit dem, war übrigens gut ausgedrückt, Autobahnen und Landstraßen. Man muss ja eine grobe Orientierung haben und versucht dann eben mit dem Gesetz der Masse zu gehen. Und wenn ein Trend eben abwärts gerichtet ist, sollte man rein mit erhöhten Wahrscheinlichkeiten auch da Short Trades suchen, anstelle dann eben Long Trades. Aber wie gesagt, das ist auch von Händler zu Händler unterschiedlich. Nur viele Retail Trader machen eben es häufig falsch, da sie meistens gegen den Trend handeln. Vielleicht noch von mir ein, zwei Sätze zu den Einstiegen. Weil ich meine, ich habe das ja vor einigen Jahren angefangen ja zu lernen quasi. Und in der Zeit habe ich mich auch mit vielen Händlern oder mit vielen angehenden Tradern dann auseinandergesetzt und es geht in erster Linie nur um Einstiege. Also wenn man sich dann, sage ich jetzt mal, in einem Gespräch befindet, dann geht es eigentlich nur, was ist der beste Einstieg, wo ist der heilige Gral, wo kann man einsteigen, dass man quasi nicht mehr ausgestoppt wird. Und ich denke mal, wenn man mit der Zeit, wenn man gewisse Jahre dann, sage ich jetzt mal, in der Branche verbringt und dann einige hunderte von Trades dann absetzt, dann kommt man eigentlich zu dem Entschluss, dass es eigentlich gar nicht so an den Einstiegen liegt. Also es ist gar nicht so wichtig, wo wir wirklich einsteigen. Natürlich ist es wichtig, dass man gute Einstiege wählt, also quasi da, wo Bewegung entstehen könnte. Aber ich denke mal, die Kunst des Tradens liegt in der Verwaltung eines Trades. Das ist wirklich die hohe Kunst, wie man so einen Trade verwaltet. Und was man aus so einem Trade es quasi rausholen kann. Das ist eigentlich, das trennt quasi die Spreu vom Weizen. Und da zeigt sich wirklich ein guter oder ein wirklich erfahrener, ein Händler, der wirklich dann auch, sag ich jetzt mal, nicht nur 5 oder 10 Punkte rausholt aus dem Markt, sondern wenn der Markt sich wirklich in seine Richtung bewegt, dass er wirklich dann auch das Maximale rausholt. Ich denke mal, das ist das A und O beim Trading. Nicht die Einstiege, sondern wirklich die Verwaltung und einfach die Disziplin, auch so Trades laufen zu lassen und nicht, sag ich jetzt mal, nicht
verrückt zu werden, weil das ist manchmal auch ein Geduldsspiel und da kann man quasi, wenn man wirklich dann was rausgenommen hat und es läuft wieder gegen einen, dann wirklich die Ruhe zu bewahren, das ist nicht immer einfach. Das ist der psychologische Effekt eben, den man auch gerade, wenn man Einzelkämpfer ist am Markt, ja, ich möchte auch wieder sagen, zu über 90% der Fälle dann irgendwann dem buchstäblichen Klo runterspült, weil man schlichtweg eben da wieder in so einer emotional-psychologischen Falle ist. Und das ist natürlich auch bei dem Team rund um ATT, wenn man auch gemeinsam Trades bespricht, hat man ja auch, ich sag mal, so eine gewisse gläserne Erscheinung. Also man zeigt ja, wann ist man eingestiegen, wo ist man ausgestiegen und man hat auch da den Stopp und dann zieht man eben hier, gerade wenn man vorher das alles definiert hat, also den Trade geplant ausgerollt hat, dann schiebt man eben, was ja viele dann auch machen, nicht den Stopp plötzlich nochmal 100 Punkte weiter weg oder Pips nach dem Motto, ach komm, ich gebe dem Trade jetzt doch nochmal mehr Spielraum, sondern man hält sich hier klar an seinen Plan und muss im Prinzip da auch mit den Konsequenzen leben, wie es denn eben ausgeht. Man weiß es ja am Ende schlussendlich nicht, aber das Money Management oder auch die Verwaltung des Trades, das ist natürlich genau das, wo man sagt, man definiert den Plan und dann muss man abwarten, was passiert und muss aber eben dann auch den Trade managen. Und das ist genau die große Kunst eben, sei es auch Scale Out, also Trade verringern die Positionsgröße oder dann eben auch Trade Position vergrößern. Macht ihr das eigentlich bei ATT in der Richtung? Wenn ihr einen guten Trendlauf erwischt und seid mit einer Position drin, Gewinnmitnahmen am bestimmten Punkt haben wir jetzt schon gesehen, aber positioniert ihr da sozusagen auch Positionen auf, also vergrößert eine laufende Position? Da kann Stefan bestimmt auch seine Erfahrung sagen. Ja, natürlich, wenn es die Marktphase zulässt, versuchen wir natürlich auch immer aufzubauen. Es kommt auch natürlich auf die, also wenn man Positionen aufbaut, ist es grundsätzlich so, dass man die im Gewinn aufbaut und nicht im Verlust. Das heißt, wir verbilligen nicht unsere Position, sondern wir kaufen quasi erst im Gewinn nach und auch dann erst, wenn unsere Position abgesichert ist, beziehungsweise unser Stop-Loss auch schon im Gewinn liegt. Das kann in manchen Marktphasen zu wirklich überdurchschnittlichen Gewinnen führen. Ja, man muss da natürlich auch wissen, was sind das für Marktphasen? Und es muss natürlich auch zu dem aktuellen Kontoverlauf passen. Das heißt, im schlechtesten Fall kann so eine Pyramidisierung auch so nach hinten losgehen, dass man natürlich seinen schon gewonnenen Profit zumindest zu einem großen Teil wieder hergibt und das kann man sich nicht in jeder Phase seines Kontos leisten. Und ja, aber trotzdem machen wir das. Wenn sich das anbietet, sollte man das auch machen. Das gehört zu einem Teil der Optimierung und kann, wie gesagt, auch zu überdurchschnittlichen Gewinn führen. Wir nennen das Pyramidisieren. Da gibt es unterschiedliche Arten und Formen von. Man kann alles riskieren von laufenden Trades. Man kann nur minimal was riskieren. Man kann es immer größer aufbauen, wie auch immer. Das kommt dann ein bisschen auf einen selbst an, wie spekulativ man dann rangehen will und wie viel man gegebenenfalls noch wieder hergeben möchte von seinen schon erwirtschafteten Gewinnen auf den Trade. Guter Punkt, Stefan. Wie gesagt, wir hatten letzte Woche ja auch ein anderes Live-Trading-Event, wo war genau das Gleiche. Da wurden auch Positionen im Gewinn vergrößert. Ja, das war genau das Thema. Im kurzfristigen Trading-Bereich dann, das kann man ja, wie gesagt, auf jeder Zeitebene machen. Aber das ist auch etwas, ich weiß gar nicht, ob ich es bei unserer Webinar-Session zuletzt schon angesprochen habe. Das sehen wir bei uns aus unserem Kundenstamm tatsächlich als, ich sag's mal, ich will nicht sagen Formel des Erfolgs, aber im richtigen Moment eben dann tatsächlich aufs Gaspedal zu treten und in eine Position positiv, das ist das Stichwort, aufzupyramidisieren. Also jetzt sage ich mal, man hat eine Position, die ist in den Gewinn gelaufen, der Stopp ist verdient, also die Position ist risikolos. Man sieht aber, da geht noch mehr. Dann praktisch nochmal die Positionsgröße gleicher Art zu starten, weil das Ausgangsrisiko von dem ersten Trade hat sich ja ursprünglich mal nicht verändert und man ist dann aber mit zweifacher Positionssize oder dann dreifacher dabei. Das ist dann nach hinten raus wirklich das, wo man sagen, bei uns, bei den großen erfolgreichen Händlern ist es die hohe Kunst, im richtigen Moment tatsächlich zu pyramidisieren und dann eben auch mal einen richtigen Lauf mitzunehmen. Und wenn die da vor 50 Mal ausgestoppt wurden, dann sind es genau die Runner, die am Ende das Konto nach oben hebeln, weil sie eben das Riskmanagement im Griff haben und die Verlierer sind Ohrfeigen, aber im richtigen Moment auf der richtigen Welle sozusagen zu surfen und Gas zu geben, das ist auch eine Kunst, die kann auch kein Roboter abnehmen, so wie beim Thema von Ali vorhin. Das ist schon etwas, da ist schon der Mensch auch gefragt, da so ein bisschen, ja, intuitiv, subjektiv, erfahrungswert, technisch dann eben auch zu sagen, jetzt
pyramidisiere ich auf. Und wenn man dann eben einen guten Lauf oder Trendlauf erwischt, dann ist das genau das, was das Konto auch extrem nach oben hebelt. Ja. Und wie gesagt, das haben wir vorhin festgestellt, Verliererpositionen ausstoppen gibt es immer mal. Und jetzt wollen wir mal sehen, was der Markt sozusagen noch weiter treibt. Euro, US-Dollar so ein bisschen am Tageshoch gerade, aber auch eine Range von 31 Pips, das ist nicht sehr viel derzeit. Da wollen wir mal sehen, ob da heute noch ein bisschen mehr passiert. Euro, US-Dollar, da haben wir, da hat ja auch vorhin der Stefan schon gesagt, erstmal abwarten, was hier so geht. Fundamental grundsätzlich, habt ihr da eine Meinung zum Euro, Dollar generell? Seht ihr da jetzt mehr so den Euro in Richtung, ich rede jetzt nicht über Tage, sondern mehr Wochen, Monate, so Richtung 1,20 plus, 1,25, haben wir einen schönen Aufwärtstrend, wenn wir das mal hier auf Daily-Basis sehen, oder seht ihr dann eher so den Dollar wieder stärker werden? Gibt es da eine Meinung bei euch im Team? Ja, also natürlich eigentlich eher noch weiter steigend. Es kommt jetzt halt ein bisschen darauf an, was die beiden großen Zentralbanken da verhackstücken, sage ich mal. Das ändert sich ja auch immer mal wieder, so die Aussagen. Man sieht es auch jetzt hier, die Aussage, welche Aussagen dann hier wieder ein bisschen zu fallenden Märkten geführt haben im Euro. Aber grundsätzlich eigentlich im Moment eher steigender Euro und fallender US-Dollar. Aber wie gesagt, das ändert sich auch hin und wieder mal. Es werden ja auch immer Erwartungen gehandelt, ja. Das. Und wenn sich die Erwartungen verändern, dann verändert sich hier auch fundamental erstmal der Preis. Guter Punkt, das ist eine Börsenweisheit, die viele dann immer nur am Rande mitnehmen, aber es ist ja tatsächlich richtig. Das, was wir an Preis-Action sehen, ist ja praktisch das, was alles schon aktuell ist, und man handelt an der Börse ja die Zukunft 6, 9 Monate voraus. Das will ich jetzt gar nicht in ein Zeitfenster direkt packen, aber die Spekulation ist ja das, was sein könnte. Und sprich, wenn Nachrichten rauskommen oder eine Leitzinsentscheidung getroffen wurde, dann ist das im Prinzip das, was ja ohnehin dann meistens schon antizipiert wurde im Vorfeld, und dann eben die Folge dessen, wie der Chart dann reagiert, ist das wieder, was die neuen Spekulationen mit sich bringt. Das macht ja den Markt als solches aus. Aber Euro, US-Dollar jetzt hier auf Tagesbasis sicherlich doch auf einem interessanten Level rein grundsätzlich, oder wie siehst du das? Ich meine, wir haben morgen den Non-Farm Payrolls, dann gibt es noch einen Weekly Close, je nachdem, wie die ausfallen, und morgen ist bestimmt ein Stück weit Wolla zu erwarten. Aber jetzt vom Tageschart mal abgeleitet, ich meine, wir haben hier im H1 einen Abwärtstrend, das ist klar, aber im Daily sah es doch jetzt eigentlich ganz, ganz schmuck aus, nach dem Motto, der könnte sich ja jetzt auch stabilisieren, oder wie siehst du das? Aber du musst noch eins bedenken, beim Euro ist das Problem, dass wir jetzt ja diese Wahl, dieses Referendum in Spanien hatten. Ja, richtig, in Katalonien. Ja, wir wissen noch gar nicht, was da jetzt auf uns zukommt, weil natürlich, wenn Katalonien wirklich austreten sollte, wenn das überhaupt machbar ist, sage ich mal, das sei jetzt mal dahingestellt, rein rechtlich gesehen und natürlich wirtschaftlich, ist es eine Katastrophe, weil erstens sind sie für ein Viertel der Wirtschaftsleistung zuständig. Da geht vieles verloren für Spanien. Und dann ist die Frage überhaupt, welche Währung hat dann Katalonien? Welche, wie nennen sie es nicht dann? Und welche Währung haben sie dann? Weil den Euro dürften sie nicht haben. Und das würde aber generell auch eine Angst wieder reinzubringen, dass da wirklich Länder, da müssen wir uns ja, können wir uns ja Belgien anschauen mit Flandern und allen, das ist ja, sind ja auch Länder, die sich ja ewig lang trennen wollen schon. Wenn die sehen, da funktioniert das, warum soll es nicht bei uns auch funktionieren? Das heißt, dann haben wir hier ein Riesenproblem und das könnte wieder Angst schüren und das Vertrauen in Euro auch wieder schwächen. Plus der Tatsache, dass wir ja wissen, dass die Fed ab Oktober Liquidität aus dem Markt zieht und auch die Zinsen wahrscheinlich im Dezember nochmal anheben wird. Das könnte natürlich dafür sorgen, dass hier weiterhin der Euro an Schwäche verliert, wenn der US-Dollar gewinnt. Aber alles so schwierig, weil auch gleichzeitig der Trump ja auch wieder Andeutungen immer wieder macht, die eigentlich den Dollar eher schwächen werden. Vor allem diese Steuerreform, all diese Sachen, wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird und kommen wird, die schwächen natürlich auch den Dollar. Ja, da gebe ich dir, ich meine, gut, das ist natürlich politische oder geopolitische oder auch finanzpolitisch, das sind natürlich immer wirklich, das treibt ja den Markt an, nicht wahr? Ich meine, wenn man jetzt hier Spanisch, wenn ich überlege, vor Euro, was hatten wir da, die Peseten da oder jetzt, wenn sie wieder zur Landeswährung zurückkehren irgendwie, das ist natürlich ein Super-GAU, ne? Also das ist aber immer das, was ja den Markt oder auch das Leben spannend macht, was wird da wie entschieden? Barcelona ja auch als Zentrum, das wird ganz spannend sein, da brauchen wir dann ein Visum, um dann einzureisen oder was? Also es ist hochspannend, was dann
noch kommt, aber das hält die Welt ja so im Atem. Und natürlich hat das immer wieder auch einen großen Einfluss auf den Euroraum. Ne? Das ist richtig. Aber momentan spielt sich das, sage ich mal, noch relativ gediegen ab. Man darf mal abwarten, wenn es dann mal wirklich zu einer Entscheidung kommt. Aber das ist ähnlich wie beim Brexit. Sowas wird dann nicht von heute auf morgen gefällt, sondern das sind viele Verhandlungen, viele Spekulationen, rechtliche Möglichkeiten. Ist es überhaupt so und so? Also da wird natürlich jetzt im Vorfeld viel getrieben. Und das ist natürlich auch das, wovon der Spekulant oder die Spekulanten ja auch leben, weil ohne Bewegung haben wir ja schlichtweg keine Möglichkeit, in irgendeine Richtung zu partizipieren. Und deswegen ist auch wichtig, das ist ja auch euer Ansatz, dass ihr da über den Tellerrand hinausschaut, oder? Also, dass ihr denn jetzt nicht, was ja auch viele falsch machen, nur den DAX traden, ja? Oder ich handle nur Euro-US-Dollar. Das ist ja schon ein bisschen beschränkt im Denken. Oder sagt ihr wirklich, weil ich kenne viele Marktteilnehmer, die wie auch letzte Woche nur Euro-US-Dollar handeln, das aber auch erfolgreich. Aber würdet ihr den Tipp an den Einsteiger geben an der Stelle nach dem Motto, lieber erstmal ein großes Universum anschauen oder würdet ihr euch dann eher darauf berufen, sagen wir mal, so ein kleines Universum oder gar nur ein Underlying als Favorite? Nein, also ich sage immer, ich meine, natürlich, man soll niemanden kritisieren, wenn er glücklich ist, wenn er den Euro-US-Dollar nur handelt. Ja. Ich persönlich finde es nicht intelligent, wenn ich hier die Auswahl habe, so viele unterschiedliche Produkte wie Aktien, wie Währungen, wie Futures, Indexe, was auch immer. Und vor allem diese Auswahl habe, wenn ich mir allein anschaue, ich kann mit gutem Volumen an Aktien locker bis zu 1000 Stück handeln, dann gehe ich doch nicht und schränke mich auf einen einzigen ein, indem ich sage, ich handle jetzt nur zum Beispiel nur die Apple-Aktie. Gibt es auch Leute, die nur Apple-Aktien handeln, ja, in den Minutenchart, auch schon gehört. Aber ich kann es nur von mir sagen, ich kenne keinen, der damit wirklich gut vorankommt, wirklich groß vorankommt, weil man sich ja selber einschränkt. Und dann, was macht man, wenn zum Beispiel so wie jetzt, wo man weiß, Euro, US-Dollar wartet auf Freitag, dann hat man die ganze Woche nichts zu tun. Man verdient kein Geld, man kann nichts machen und wartet dann und Freitag ist sowieso dann der Tag nicht handelbar, weil dann das so dermaßen große Sprünge hat. Dann versaue ich mir ja alles andere, was ich in der Zwischenzeit ja handeln könnte. Und gerade, was wir ja schon gehört haben oder bei mir gesehen haben, die Aktien, die nebenbei mitlaufen, wo ich nicht einmal viel Zeitaufwand habe, würde ich ja mir auch damit kaputt machen und die ja nicht handeln. Und das wäre ja eigentlich schade drum. Ja, es ist natürlich immer der Ansatz. Also ich meine, gerade Amerika ist es natürlich auch das, allein schon das Gap Trading ist ja auch eine Riesensache. Ja, also in Amerika, also wenn die amerikanischen Indizes öffnen und dann eben auch, sagen wir mal, gibt es ja auch den grauen Markt sozusagen. Also da ist Amerika dann noch ein ganz anderes Spiel, wie sie dahin gehen. Aber es ist richtig, es gibt ja so ein Riesenuniversum. Sich da zu beschränken, ist natürlich dann nicht unbedingt immer zielführend. Es sei denn eben, man hat ein System gefunden oder eine Möglichkeit, sich da nur zu fokussieren. Und da ist es eben so, wie jeder die Sockenfarbe ändert und wechselt und liebt, so ist es auch beim Trading mit Underlines oder Skills und Techniken. Wir hatten es ja vorhin mit Fibonacci und Elliott Wellen, wie gesagt, oder auch voll beladenen Charts. Ja, ich spreche ja nur vom Rainbow Trading, was Lars, der Gründer von JFD CEO, der damals hier in Deutschland groß gemacht hat, 2009/2008, er war auch einer der ersten, der ja Live-Trading-Webinare viermal die Woche, 4 Stunden jeden Vormittag hat er da abgeliefert. Das ist natürlich was, wo auch das Rainbow-Trading, was ich ja auch in einer Stück und Art und Weise adaptiert hatte, damals, das liegt nicht jedem, weil man den Chart dann irgendwie sehr bunt vorfindet. Ja, das ist aber, da ist es ganz wichtig, dass man sich so ein Stück weit auch seine Individualität beruft und eben das, was man mag. Ja, manche wollen eben im Minuten- und 5-Minuten-Chart handeln und könnten nie eine Position über Nacht handeln. Ja, andere sind da tiefenentspannt. Das ist auch erstmal wichtig rauszufinden, wo man sich selbst eigentlich befindet. Und das gilt es auch im Vorfeld rauszufinden. Und ich hatte vorhin gehört, ihr habt auch so einen psychologischen Part bei euch jetzt in der Ausbildung, oder? Ja, also wir machen das, mache ich vor allem, weil ich ja die meiste Erfahrung habe, wo wir einzelne Schüler dann immer reinholen, wo, weil jeder hat einfach das Hauptding am Trading ist letztendlich immer das Money Management und die mentale Seite des Trading. Egal, was man am Ende handelt. Wie gesagt, ich bin da sehr strikt. Ich sage, wir handeln so und man sieht den Erfolg, wer was anderes handelt und damit erfolgreich ist, schön und gut. Es gibt ja auch einige, kann ich ruhig nennen, ich finde, ein Civelli zum Beispiel ist ein guter Trader, macht die Sachen mit Vernunft und so und auch verständlich für mich, aber es ist nicht nachhandelbar. Das ist ein eigener Stil, den er entwickelt hat mit den Jahren, die er schon an der Börse ist. Das ist halt News Trading vor allem. Das kann auch in die Hose gehen, wenn er die ersten Zeilen nur liest und untergeht, hat er auch selber bestätigt. Aber es ist sein Stil, den hat er entwickelt. Das ist einer der wenigen Ausnahmen,
Aber deswegen unterrichtet er das auch nicht, weil es auch nicht wirklich für jemand anderen ist. Was wir machen oder was andere machen, es geht ja darum, dass man das Allgemeine lernt. Und wenn jeder, und das darauf bestehen wir auch, muss er seinen eigenen Stil am Ende haben und damit eigentlich dann handeln. Und das ist ja eines der wichtigsten Punkte. Eigenen Stil zu finden und sich tagtäglich damit beschäftigen und weiterentwickeln. Minutenchart, 5-Minuten-Chart, 10-Minuten-Chart am Ende, es ist eine Trendgröße, es geht immer um die Trendgrößen. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit doch habe, vernünftig, ohne mich jetzt zeitlich den ganzen Tag vom Schirm zu sitzen, da Trades umsetzen kann, wüsste ich nicht, warum ich das nicht machen sollte. Mhm. Das sind halt die Geschichten. Ja, also liegt an einem selbst, wie du sagst. Man muss für sich entscheiden, was, wo fühle ich mich gut. Die meisten von unseren Schülern haben im Minutenchart, 5-Minuten-Chart gehandelt. Inzwischen, jetzt wo sie bei uns sind, sind sie auf größeren Trends unterwegs und sind viel entspannter und ruhiger dabei und haben auch wesentlich weniger Zeit vom Rechner, die sie verbringen müssen. Und Ali, du hast es ja vorhin auch angesprochen. Ich meine, was auch ein Fakt ist, was man merkt, wenn man im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, die Handelscommission, die Kommission, die Handelsgebühren, die machen dann einen überwiegenden Teil aus, ja, was auf Positions- oder Swing-Trading auf Tages- oder Wochensicht jetzt überhaupt mal nicht ins Gewicht fällt, ist im Intraday-Handel hochelementar. Also ich habe auch viele Erfahrungen gemacht in der Richtung und gerade im Intraday-Handel kann das schon mal bis zu 30-40% der Performance-Kosten, allein die Kosten, die man sozusagen eben hat, wenn man 50 Transaktionen am Tag macht oder 100, rechnet euch das mal hoch, das muss ja erstmal verdient werden, ja, am Ende des Tages. Und wenn es da eben auch Broker gibt oder andere Banken, die dann eben mit Commissions, sage ich mal, das mit 40-50% Aufschlag zu unseren da agieren, ist das auch ein ganz elementarer Punkt, dass man hier auch mal wirklich scannen muss und vergleichen muss, was der ein oder andere Broker dann anbietet. Neben dem, dass wir hier mit den Core-Spreads am Start sind oder auch hier beim DAX zum Beispiel mit Liquiditätsprovidern einen fixen Spread von einem Punkt haben, ja. Das sind natürlich alles Sachen, die muss man sich bedenken im Vergleich zum Future oder im Vergleich zu anderen Brokern. Aber ich sehe hier an der Stelle, liebe Leute, ihr habt so euren Trade eigentlich mal nicht zur falschen Zeit aufgemacht. Jetzt Stefan zeigt uns gerade seinen DAX-Trade von vorhin. Ali ist ja reingesprungen. Martin war ja ebenso dabei. Also insofern, sag ich mal, kein schlechtes Setting gefunden, oder? Ja, wir werden das gleich anschauen. Ich würde zuerst Stefan lassen, dann würde ich gerne noch meinen zeigen und auch den, ich meine, bitte davor kam auch so eine blöde Bemerkung. Ich finde das immer so komisch. Das sage ich auch ganz offen. Ich bin keiner, der hier Süßhaus rastet. Das ist nicht meins. Erstens ist das hier natürlich eine Art von Werbeveranstaltung. Wir natürlich sagen, wollen wir auch, soll sich GFT hier auch präsentieren. Wir nehmen uns ja die Zeit, gratis uns hinzusetzen und zu zeigen, was wir hier machen. Aber wir sind auch so offen und sagen auch, welche Vor- und Nachteile auch GFT hat. Ja, auch natürlich andere Sachen, wie ich zum Beispiel jetzt die Saxo Bank nehmen werde und euch zeigen werde am Nachmittag den Unterschied zum Beispiel zu GFT, welche Vorteile die Saxo Bank hat, welche Nachteile sie hat, dann nehmen wir uns kein Blatt vom Mund. Das kennt der Christian auch, dass ich das ja direkt bin. Und auch natürlich mit dieser Aussage, ich würde gerne eure Minus-Trades sehen, muss sich derjenige mal damit beschäftigen, was bringt das bitte? Wenn ich mich jetzt hinsetze und Minus-Trades zeige, was lernt man daraus? Man lernt ja von den guten Trades, wie man die gemacht hat, dass man die ja nachmachen möchte. Ich möchte ja nicht jemanden sehen, der vor meiner Nase Minus macht, weil das kann ich ja selber auch machen. Ich will ja jemanden sehen, das gut macht, damit ich weiß, okay, wie hat er das gemacht und das nachvollziehen kann eventuell und da auch mein Geld verdienen kann. So, Stefan. Entschuldigung. Ja, gehen wir nochmal auf den DAX ein. Also wie gesagt, das ist ja das Copy Trading Masterkonto, deswegen ist das hier eine Mini-Size auf unserem Masterkonto. Im Hintergrund läuft sehr viel Kapital und der Sinn dieses Trades ist eigentlich, günstig reinzukommen und jetzt hier nicht, wenn man jetzt ein größeres Size gemacht hätte, würde ich den Trade jetzt schon fast abschließen, ja, weil wir sind ja jetzt, also hier unten in dem Bereich, in einer gefährlichen Zone, wo das Ganze wieder drehen könnte und würde dann quasi den Trade fast abschließen und nur noch eine Restposition laufen lassen, aber hier in dem Trade versuche ich günstig reinzukommen und auch gegebenenfalls einen Swing mitzunehmen, obwohl wir aufwärts gerichtet sind, sind wir jetzt am Allzeithoch, wo das Ganze auch mal ein bisschen deutlicher drehen kann. Ja, deswegen versuche ich sehr günstig reinzukommen. Mit Glück läuft das Ganze an, wenn ich Pech habe nicht, aber dann probiere ich es halt trotzdem wieder. Um jetzt hier einen Teilverkauf zu machen oder irgendwie die Position zu schließen oder so, so war der Trade nicht angelegt.
Und dementsprechend werde ich das jetzt nicht machen. Das war dann aber eher im Future-Bereich, glaube ich, bei Ali dann so. Genau. Ja, zu der Frage vom Dieter, wo wir langfristig investiert sind, das habe ich ja vorher schon ein bisschen gezeigt. Ich weiß nicht, ob jetzt ich damit gemeint bin oder allgemein oder die Vermögensverwaltung, das muss ein bisschen genauer sein, Dieter. Das können wir gerne im zweiten Teil machen. Ja. Das würde dann natürlich mehr Sinn machen, weil wir machen jetzt wahrscheinlich die Pause, nehme ich an. Und dann haben wir ja auch Zeit, wenn der US-Markt aufmacht. Wir werden dann, weil auch die Frage kam, ob wir ein bisschen mehr über die Ausbildung erzählen können, das machen wir dann am gesamten Schluss. Das heißt, wenn wir komplett fertig sind mit dem Trading und allem und sagen, wo auch Christian wahrscheinlich sich verabschieden will von uns, weil er das auch schon kennt. Und für die Zuschauer, die das auch schon kennen, wollen wir jetzt nicht da sitzen und eine halbe Stunde, Stunde über ATT reden, sondern ich würde sagen, so 17 Uhr, 17:30 machen wir eine halbe Stunde, dann informieren wir euch über den Signaldienst, über das Copy Trading gerne natürlich, weil die Frage auch kam, was ist das Copy Trading bei JFD? Das gehen wir darauf ein. Und natürlich die Ausbildung, weil wir haben ja den Oktobertermin und den Jännertermin schon. Und weil ja hier vor allem das ein JFD-Webinar ist, muss man auch dazu sagen, kriegen auch die Kunden einen Rabatt dafür. Die Kunden von JFD kriegen ja 10% Nachlass. Das würde ich dann später machen und natürlich einfach nochmal wieder anschreiben. Dann zeige ich gerne noch ein paar Trades, die langfristig laufen, damit man das sieht, wie die sind. Zu einem DAX-Trade, den ja der Stefan schon gezeigt hat, den er schon gemacht hat, wie ich auch und der Martin ja auch. Die lassen wir jetzt mal laufen. Die Stops sind ja drinnen. Wie gesagt, sind abgesichert. Ich meine, man kann natürlich hingehen. Ich könnte schon einen Teilverkauf machen, weil ich ja schon 2000 Euro im Plus bin, zeige ich euch dann später. Aber ich lasse es laufen, weil ich habe natürlich dementsprechend das Risiko gehabt und das rentiert sich einfach dann nicht und werde jetzt mal, wie gesagt, zu meinem Autohändler fahren und schauen mal, was ich für ein Angebot bekomme. Und Okay. falls da heute doch ein gutes Plus wird, kann ich ja dann umso mehr Spielzeug ins Auto reinstecken. Na, da haben wir es wieder, Das Ali. ist Siehst du? Okay. Ali, wie gesagt, macht sich auf den Weg. Nochmal kurz zum Mitschreiben für alle. Das Webinar bleibt soweit on oder dann im Zweifel, falls ihr da rausfliegt oder irgendwas anderes macht, derselbe Link ist dann praktisch heute Nachmittag nochmal der Einwahl-Link. Und es geht so, was machen wir jetzt? 14:30 oder 14:15? Wann wollen wir starten, Jungs? Also 14:15 ist laut unserer Timeline immer praktisch vor den News, dass wir uns da positionieren sozusagen. Ja, können wir gerne machen. Okay, genau. Und am Nachmittag, wie gerade schon vom Ali auch gesagt, dann machen wir wieder gut 2 Stunden, vielleicht 2,5 Stunden bis 16:15, 16:30, vielleicht auch länger, wie es geht. Und dann ist es so, dass dann tatsächlich heute ja ATT auch noch so eine Night Session hat. Also für die, die heute Hardcore am Start sind, geht es dann auch heute noch fast mal im 12-Stunden-Modus weiter. Das heißt, ihr könnt es dann am Abend auch nochmal direkt dann über die Schulter blicken, wenn dann praktisch das größere ATT-Team dann Auswertungen macht und auch zu Positionen spricht und auch eben hier den Aktienmarkt dann in gewisser Weise scannt. Also praktisch das, was die Schüler sozusagen immer am Donnerstag dann auch machen und anderen Tagen. Also insofern ein schöner Einblick, das Webinar heute also dann mit einer Überlänge, wie man es im Filmgeschäft sagt. Ansonsten DAX-Trade, wie gesagt, der läuft jetzt ja genau in die Zone, wo du gesagt hast, Unterstützungsbereich. Wo sich jetzt hier eben Teilgewinnmitnahmen anbieten oder aber, was gerade noch reinkam von Hans-Joachim, die Position im Plus absichern. Ist das für dich jetzt eine Option, dass du den Stop-Loss sozusagen nachziehst oder wartest du da jetzt auf einen korrektiven Gegenlauf oder vielleicht dazu noch was sagen? Ja, ich denke, es wird so kommen, dass ich den Stop gleich sehr eng nachziehen werde. Ja, Machst also, du das auch so bei dir, bei deiner Position? Wenn Martin noch da ist. Da. bitte? Ja, jeder hat seinen persönlichen Stil. Ich möchte den Trade ein bisschen größer verwalten. Also ich verwalte ihn auf Tag. Das heißt, ich auf Bewegung Tag und ja, ich warte dann die Tageskerze ab, weil ich sehr günstig in den Trade reingekommen bin und habe ich natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial auf der Unterseite. Von daher möchte ich ein bisschen größer verwalten. Und wenn er natürlich dann in meine Richtung läuft, dann ist das natürlich, ja, Umso könnte eine besser. schöne Sache werden. Ich könnte es auch zu mir schalten. Ich würde dir dann auch gerne noch was zeigen, weil der Ali gesagt hat, dass Failtrades, Bitte, dass es nichts bitte. bringt, Failtrades zu zeigen. Da hat er vollkommen recht. Natürlich haben wir auch Fehltrades, weil wir auch, sage ich jetzt mal, ja, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber hier könnte ich ihm zeigen, dass Fehltrades unterm Strich dann, sage ich jetzt mal, nach vielen Trades dann doch nicht,
das Entscheidende sind, sondern wirklich das Entscheidende ist, dass die Verwaltung, da sieht man einen Trade aus der Vergangenheit von mir, Pfund gegen kanadische Dollar, da bin ich hier quasi aus der, ja, hier reingegangen, habe die Short-Umkehrkerze, die kleine, gehandelt, Stopp lag hier oben drüber, man sieht ja diesen kleineren Abwärtstrend, es ist ein bisschen Seitwärtsphase, das ist alles nicht so schön und nicht so, von der Ästhetik nicht wirklich so schön, aber trotzdem hatte ich die Möglichkeit, hier günstig reinzukommen, wirklich ein sehr, sehr kleiner Stopp und hier in diesem Bereich habe ich meinen ersten Teilverkauf realisiert, habe den Stopp natürlich auf Trend, auf Stunde dann immer nachgezogen, das hält immer auf das nächste hoch und hier wurde ich dann ausgestoppt und da sieht man ja, wie weit man dann kommen kann, wenn man dann einfach ganz normal diesen Trade verwaltet. Ja, genau. Und da kann ich vielleicht auch kurz reingrätschen. Was mir auch viel geholfen hat, sind Screenshots von Trades. Ja, man kann auch Screenshots von, also sag mal einfach um das Gehirn, also Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Und wenn man so ein Bild sieht, dann sucht man oder das Auge findet dann natürlich schneller auch, sag ich mal, funktionierende Setups. Ich sag mal, es ist ja, man kann sich ja seine Welt bauen, wie man will, gedanklich. Aber wenn man sich, sag ich mal, nur mit Verlierern umgibt, sei es jetzt menschlich oder Trades, dann zieht man das in einer gewissen Art und Weise auch an. Das heißt, man sollte sich natürlich an dem Guten orientieren und auch sein Gehirn positiv programmieren. Und das funktioniert am besten, wenn man natürlich auch sich positive Bewegungsimpulse oder Chartformationen oder Vorgehensweisen dann aneignet, um eben da weiter zu wachsen. Ja, das ist ein ganz klar psychologischer Prozess. Und was mir auch geholfen hat, um auch Charts dann eben besser zu verstehen oder auch im Hirn mehr oder weniger einzuprogrammieren, ist einfach, wenn man dann, sag ich mal, funktionierende Setups immer und immer wieder spult. Und wenn man ausgestoppt wird, wird man dann auch im Nachhinein sehen, dass es vielleicht nicht schlecht war, weil wenn der Stopp nicht gezogen hätte, hätte man hier möglicherweise bei einem Trade ohne Stopp, was man ja nie tun sollte, aber wahrscheinlich sein Konto vor die Wand fahren können. Ja, bei dem Trade British Pound, Kanadisch Dollar jetzt, wenn das zum Beispiel meine Long-Geschichte da oben der Einstieg gewesen wäre, nach dem Motto, wir versuchen da, wo mal jetzt da oben der rote Stop-Loss liegt, praktisch da ein Long-Einstieg und der Stop-Loss ist nicht existent und dann hätte man die Position ohne Stop-Loss gehalten, dann hätte man ja hier gesehen, was das geworden wäre. Insofern Risk-Management, Money-Management ganz, ganz wichtig. Und wenn man das im Griff hat, dann ist es eben auch gut und sollte sich eben auch hier visualisierungstechnisch da eben auf positive Chartentwicklung programmieren, mehr oder weniger, will ich mal sagen. Weil Psychologie ist ein Riesenthema und man hat dann eben auch eine gewisse Vertrauensbasis. Und wenn man so einen Trade auch mal hier mitgenommen hat, ja, vom, also das ist ja schon ein, ich sag mal, ein Swing-Trade, Schrägstrich Positionstrade, der hier über mehrere Tage lief, ist es natürlich hervorragend. Und Teilverkäufe sind natürlich dann auch ein schönes Mittel zur Wahl. Nach dem Motto, ich nehme mir schon mal ein Stück vom Kuchen, habe mein Risiko verdient, ja, und der Rest ist jetzt sozusagen Bonusgepudere. Aber natürlich hätte man hier in den Trade auch positiv pyramidisieren können. Das gilt es eben genau, dann hinten raus mal auch auszuwerten, ne? Also dann auch mal festzustellen, was hätte man besser machen können. Und da sollte man sich aber, wie gesagt, auch an positiven Marktbewegungen und Entwicklungen orientieren in dem Zusammenhang. Genau. Also wichtig ist auch für mich ja auch, dass die Trades dokumentieren werden. Das heißt, ich drucke mir das am besten immer alles aus und wird das alles notiert und noch aufgeschrieben, auch die Eckpunkte, was war gut, was war nicht so gut, was kann man besser machen. Also das ist auch wichtig, die Verwaltung der Trades und alles, dass man einfach, und dann wird das irgendwann wieder nachgeschaut und wie die Trades verlaufen sind. Also so ein Handelsjournal zu führen, ist natürlich auch das A und O eines Traders. Ist zwar nicht immer angenehm, diese Arbeit, weil da auch viel Zeit dafür dann aufgewendet wird, aber trotzdem sollten alle Trades meiner Meinung nach auch dokumentiert werden, dass man auch das alles dann besser nachvollziehen kann und vor allem daraus lernen kann. Ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist wirklich ein großer Punkt. Ich meine, Traders Journal und was es nicht alles gibt, ich habe auch dann eine Zeit lang mal in meinem Leben da Trades dokumentiert, aber ganz ehrlich, wenn man dann 30 Seiten geschrieben hat, kein Mensch liest das mehr. Also da Stichpunkte in den Chart rumgeschmiert, ein Bild gemacht, ausgedruckt, das bleibt viel eher hängen, aber da hat auch jeder. Es mag auch Menschen geben, die ein Traders-Journal dann tatsächlich jede Woche am Ende der Woche durchlesen und das immer wieder predigen wie eine Bibel. Mag sein, ja, aber ich sag mal, so eine Bildgeschichte ist als Tipp definitiv sehr gut. Screenshot gemacht, zack, dann mit Paint oder was auch immer drin rumgemalt. Also es ist ein Mittel zur Wahl, um einfach auch eine schöne Trade-Dokumentation zu haben, auf jeden Fall. Okay. Alright, guys, jetzt nähern wir uns ja so langsam, jetzt sind wir schon 2,5 Stunden hier am Start, so langsam der Mittagspause. Habt ihr noch ein kleines Highlight? Hat der ein oder andere Kunde vielleicht noch ein Highlight? Ansonsten würde ich eben, wie gesagt, vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal ein Stück weit beruhigen, die Stimme ölen, um dann praktisch für den Nachmittag wieder fit und bereit zu sein. Gibt's von eurer Seite noch Punkte, ATT? Ich denke, wir haben alles aus dem
Markt rausgeholt, was es rauszuholen gibt. Viel gibt es ja nicht rausholen im Moment. Und dementsprechend sind wir mal gespannt auf die amerikanische Session und würden sagen, machen wir Mittagspause und hören uns dann um 14.15 Uhr wieder. Genau, so würde ich es auch halten wollen. Wenn jetzt von Kundenseite da die Bestätigung kommt, dann wäre das ganz gut. Genau, danke, haben wir ja vorhin schon zu stehen gehabt. Genau, dann wie gesagt auch Fragen notieren, auch für Nachmittag. Nutzt den Kontakt hier mit uns, dass wir da direkt mal die Interaktion starten können. Der Chat ist eine tolle Sache. Wir werden dann auch sicherlich oder das Team von ATT noch ein paar offene Fragen aufgreifen, die wir jetzt vielleicht nicht gemacht haben. Da haben wir ja das ATT-Office im Background, wo da mal durchgehen, wo hier noch die ein oder andere offene Frage zu stehen ist, die wir jetzt nicht behandeln konnten, obwohl wir schon viel behandelt haben. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass die Zuschauerquote ähnlich hoch wie jetzt am Vormittag ist. Ich habe statistisch gesehen die Tendenz, dass am Nachmittag immer weniger zuschalten als am Vormittag, was mich einerseits wundert, weil ja gerade eben der Berufstätige in der Regel vormittags noch weniger Zeit hat. Aber sei es drum, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns am Nachmittag wieder hören, wieder sehen. 14:15 Uhr, wie gesagt, selber Link, gleiches Webinar. Und dann sage ich an der Stelle schon mal danke für alle Teilnehmer. Wir haben heute den Florian bislang noch gar nicht zu Wort kommen lassen, den Christian auch nicht. Ich denke, das werden wir am Nachmittag nachholen. Aber Martin, auch danke für deine Ausführungen. Ali ist ja jetzt auf dem Weg zum Autokauf. Stefan, vielen Dank auch dir. Und dann Ja, würde gerne. ich sagen, eine Vielen schöne Dank auch. Pause an alle. Genau, bis später. Vielen Dank. Ciao, bis später.